Fitness mit Marc, Folge 439. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Seinen ersten Podcast hörte er auf einem iPod Photo. Marc Maslow. Moin Moin, ich bin Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. Egal welche Fitnessziele du verfolgst, egal ob du Fett abbauen möchtest, ob du langfristig ein Leben lang schlank sein möchtest, ob du Muskeln aufbauen möchtest, nackt gut aussehen willst, dir eine athletische Figur wünschst oder daran arbeitest, all das kannst du nur erreichen, wenn du dazu deine Muskulatur einsetzt. Wenn du also nicht weißt, wie du vom Muskelbesitzer zum Muskelbenutzer kommst, dann wird das Ganze schwierig. Zum Glück gibt es Abhilfe, dafür ist diese Folge da. In dieser Folge erfährst du alles, was du über deine Muskeln wissen musst, wie du sie so richtig trainierst, sodass sie genau so wachsen, wie du es dir vorstellst, wie du ihnen ausreichend Regeneration gibst, was gegen Verspannungen und Verletzungen hilft und wie deine Muskeln dir ein langes, gesundes Leben bescheren. All das sind Themen und noch viel mehr, um die es heute geht. Und dazu habe ich hier jemanden an Bord, der sich definitiv damit auskennt, weil er sich in der Wissenschaft damit seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. Ich könnte ihn fast schon Stammgast nennen. Zum dritten Mal ist er hier Professor an der Sporthochschule Köln und Autor des neuen Spiegel-Bestsellers mit dem Titel Muskeln, die Gesundmacher. Ja, und vielleicht weißt du jetzt schon, um wen es sich handelt. Viel Spaß wünsche ich dir mit der heutigen Folge mit Professor Dr. Ingo Frohböse. Werbepartner dieser Folge ist AG1 von Athletic Greens. Es gibt unzählige Sportnahrungsergänzungsmittel und die meisten davon, die kannst du dir sparen. Ganz generell empfehle ich nur wenige Nahrungsergänzungsmittel. Eins davon verwende ich seit bald über 8 Jahren jeden Tag und das ist AG1 von Athletic Greens. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen wie Präbiotika und Adaptogene, die aus einer Vielzahl natürlicher Bio-Gemüse- und Obstsorten kommen. AG1 ist ein Naturprodukt und das unterscheidet es eben auch von synthetischen Präparaten. Da sind auch die vielen Sekundärstoffe enthalten, die du eben nur in echtem Gemüse und Obst findest. Die Gesamtkomposition, die bekommt so kein anderer Hersteller hin, vor allen Dingen nicht in dieser Qualität und Schadstofffreiheit. Für mich ist AG1 sowas wie eine Alles-in-einem-Gesundheitsversicherung. Für Fitness mit Marc-Hörer gibt es ein spezielles Angebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung kostenlos 5 Travel Packs für unterwegs, ein Jahresvorrat an Vitamin D mit K2 drin, plus ein Willkommenspaket mit einer schicken Edelstahldose und einem Shaker. Geh dazu auf fmmag.de, fmm wie Fitness mit Marc und dann ag.de. Heute bei Fitness mit Marc zu Gast, Professor Dr. Ingo Frohböse. Moin, moin, Ingo. Moin, moin, Marc, grüß dich. Wie war denn dein letztes Training? Ach ja, weißt du, ich habe gestern Abend trainiert und da war ein lockerer, regenerativer Lauf. Ich komme ja gerade aus Italien und das ist immer so ein bisschen wie Trainingslager, weil ich da viel am Rennrad bin, auf dem Mountainbike bin. Und das heißt auf der anderen Seite, ja, da freue ich mich immer ganz schön, wenn ich wieder zurück bin. Und die erste Woche ist immer eher Regeneration angesagt. Ja, das ist ja auch schön. Wie sieht für dich so ein regenerativer Lauf aus? Was hast du da gemacht? Ich habe so ein Stündchen bin ich gelaufen. Gestern Abend, da wurde schon ein bisschen kühler, so hier im Stadtwald. Und da laufe ich so ein Zehner, so in gut 60 Minuten. Ja. Oh, das ist ja trotzdem ordentliches Tempo, und 10 Kilometer. Ja, also so zwischen 60 und 70 so. Also gestern war ich, glaube ich, so 63 oder was unterwegs. Also alles ganz gut. Laufen ohne zu schnaufen ist da angesagt. Und bei euch ist ja auch recht warm jetzt gerade, ne? Ja, bei uns ist ja knackig, aber das ist ja auch das Schöne daran. Natürlich, erstens komme ich gerade aus Italien, da hast du dich ein bisschen akklimatisiert, ist ja quasi wie dort unten. Du merkst aber auch, wie du anders schwitzt, weißt du? Wenn ich aus den Wintermonaten hier aus Köln dann auch da runterfahre und dann in den Sommer bin, dann merke ich, dass ich anders schwitze, mehr über den Kopf, mehr dünnflüssiger. Das lernt man und das heißt also, Temperaturregulation ist trainierbar.
Und deswegen, ich habe keine Scheu, auch in den Mittagsstunden Sport zu treiben, denn wenn ich mich vernünftig mit meinem Tank, also vorher aufgeladen, dort zum Sport begebe, also genügend Wasser getrunken habe, dann hat der Körper ausreichend Kühlmöglichkeiten. Das ist gut, dass du das sagst. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir schon länger stelle. Ich mache das nämlich selbst auch, wenn ich laufen gehe und es ist so heiß wie zum Beispiel im letzten Sommer 2022, war es ja unglaublich heiß, bis 40 Grad hier mal in Hamburg. Gewöhne mich dann so langsam dran, merke ich, wenn ich laufen gehe, aber ich habe mich den Temperaturen auch tatsächlich mal bewusst ausgesetzt. Jetzt kenne ich meinen Körper und weiß, wann das Limit erreicht ist. Bin aber tatsächlich auch mal bei 35 Grad laufen gewesen, eine halbe Stunde, 40 Minuten ungefähr, habe genug getrunken, zwischendurch immer mal noch den Kopf nass gemacht. Aber ich fand, das war eine interessante Erfahrung und habe auch die Erfahrung gemacht, dass mein Körper das auch ab kann und ich dann besser werde. Ist das so? Also weißt du, wenn wir das nochmal evolutionstechnisch belegen können, dann ist es genau so, dass wir deswegen als Menschheit überlebt haben. Denn wir sind ja eine der wenigen Lebewesen, die schwitzen können. Und als wir früher in der Savanne unterwegs waren, da hatten wir ja nur Speer und Pfeil und Bogen und hatten kaum Möglichkeiten, die schnellen Tiere zu jagen, außer in der Mittagshitze. Und dementsprechend sind wir in der Mittagshitze dort damals gelaufen und haben quasi die Tiere totgehetzt, weil die nicht schwitzen konnten und die haben überhitzt. Und irgendwann fielen sie um und wir konnten sie leicht erlegen. Daran erkennt man schon, ja, wir sind in der Mittagshitze gelaufen, früher, vor Millionen Jahren, weil wir schwitzen können. Und das ist der große Vorteil, den wir als Mensch haben. Das heißt also, keine Sorge, auch mal etwas zu höheren Temperaturen, überhaupt kein Problem. Und das Schöne ist, wir lernen es. Es wird besser, wir können uns anpassen. Denn Sportler beispielsweise haben eine deutlich höhere Anzahl an Möglichkeiten, eben erstens Schweißdrüsen zu entwickeln. Und zum Zweiten schwitzen wir dünnflüssiger und damit effektiver. Bedeutet also, der Schweiß ist sehr viel besser auf der Haut. Er verdunstet besser, dafür ist er ja da. Transportiert weniger Mineralien nach draußen, ist also mehr mineralenschonend. Und das heißt also, ja, man kann es trainieren, ähnlich wie bei einem Saunagang. Das ist eine gute Nachricht für alle, die sich überlegen, ha, ist es vielleicht heute zu warm, um Sport zu machen? Da wäre dann die Empfehlung, probier es einfach mal aus, mit einem gesunden Augenmaß. So hast du, genau, das gesunde Augenmaß. Ich laufe dann meistens immer mit nasser Kappe beispielsweise. Ich tue mir die vorher rein, weil der Kopf muss bedeckt sein. Das ist das Einzige als Botschaft, was ich mitgeben möchte. In der Regel auch die Schultern, weil die Sonne kommt ja von oben. Und das bedeutet, also nicht nackig laufen, wie ich das schon mal sehe, so mit bloßem Oberkörper. Nee, die Muskeln könnt ihr in der Badeanstalt zeigen, aber nicht beim Sport. Und das heißt also, ja, bedeckter Oberkörper und bedeckter Kopf. Schatten muss dort sein. Und ich, wie gesagt, ich feuchte die Kappe immer an, vorher unter, bevor ich loslaufe. Und dann Wasserhahn, Mütze auf und dann geht's los. Und natürlich ein wenig ruhiger. Also beachte einfach deine Körpersignale und vorher ein großes Glas lauwarmes Wasser getrunken, dann ist alles gut. Ah, gut, dass du das sagst. Ich erinnere mich auch, ich ziehe dann immer Baumwollshirts an. Normalerweise trägt man ja häufig beim Sport eher diese Funktionsklamotten, aber die Baumwollshirts, die saugen sich so richtig voll mit der Feuchtigkeit oder wenn man sich mal ein bisschen nass macht und das kühlt dann auch schön. Ja, genau. Also das ist auch die wichtige Botschaft. Wisch den Schweiß nicht ab, auch wenn es unangenehm ist. Klar, es tropft und so, logisch, aber der Schweiß ist dafür da, auf der Körperoberfläche eben Verdunstungskälte zu produzieren. Und wegwischen ist blöd. Wegwischen führt wieder zu einer neuen zusätzlichen Schweißproduktion. Also lass ihn einfach drauf. Ich bin sehr dankbar, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben ja gerade vor einem Jahr schon mal eine Folge aufgenommen. Es war tatsächlich die meistgehörte Folge des Jahres. Und jetzt hast du gerade ein neues Buch veröffentlicht, das auch wieder Spiegel-Bestseller geworden ist. Glückwunsch dazu. Es beschäftigt sich mit dem zentralen Thema, um das es ja auch im Fitness geht, Muskeln. Und da hatte ich ja keine andere Wahl, als dich nochmal einzuladen jetzt, bevor wir in das Thema einsteigen. Vielleicht nochmal, was gibt's Neues bei dir? Was ist passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Naja, du weißt, ich bin ja ein alter Sack mittlerweile geworden. Ich bin ja auch 66. Und das heißt, jedes Jahr nagt natürlich so ein bisschen an dir. Ich bin offiziell an der Sporthochschule in die Pension, also bin emeritiert sozusagen, wenn man das als Hochschullehrer bleibt. Und ich bin also immer noch Mitglied der Hochschule, werde auch bis 24 weiter ganz normal meinen Tätigkeiten dort nachgehen. Allerdings dann eben als Pensionär. Bin übergewechselt
und habe mich dort auch sehr engagiert in den letzten Wochen und Monaten zu einer Denkfabrik, die ich gegründet habe. Das ist die Denkfabrik Fisch im Wasser. Das ist auch in Köln, wo wir ja so ein bisschen neue Gedanken in die Prävention, in die Gesundheit hineinbringen, gemeinsam mit einem großen Team aus unterschiedlichen interdisziplinären Wissenschaftsorganisationen und Disziplinen. Ja, also ich habe genug zu tun und da freue ich mich drauf. Nur jetzt etwas anders und auch freier. Und das ist auch schön. Fisch im Wasser, kannst du dazu noch was sagen? Ja, Fisch im Wasser ist eine Denkfabrik in Köln, die ein Freund von mir gegründet hat, Stefan Sauerzapf. Und da geht es primär darum, dass wir sehr digital unterwegs sind. Das heißt, wir versuchen, Prävention mehr zu digitalisieren und damit mehr zu den Menschen zu bringen. Beispiel haben wir hohe Kompetenzen dabei, wie wir bestimmte Modelle quasi konstruieren, um Menschen zu erreichen, pädagogisch, psychologisch, damit sie beispielsweise dabei bleiben, wenn wir sie digital über Push-Nachrichten motivieren, doch etwas zu tun, indem wir sie informieren, kompetent machen. Das heißt also, wir nutzen quasi die digitale Transformation, um neue Produkte im Sinne der Prävention und Gesundheitsförderung an die Menschen heranzutragen. Und dabei helfen wir Unternehmen, das zu tun. Was für eine wichtige Aufgabe. Ich verlinke Fisch im Wasser auch nochmal in den Shownotes mit der Empfehlung, für jeden da mal reinzuschauen, was ihr so macht. Gerne. Aber das Schöne ist dran, ich habe ja vielleicht für dich oder für euch da draußen, mir war immer ein sehr großes Anliegen, Studierenden eben doch ein wenig den Einstieg ins Berufsleben dort leichter zu machen. Dabei habe ich viele Startups begleitet in der Anfangsphase. Sie unterstützt, sie beraten beispielsweise. Und so war ich auch bei Fisch im Wasser, was ja auch ein Startup bei uns aus der Sporthochschule war, habe ich lange, lange beraten. Und dann habe ich irgendwann mal erkannt, okay, das beschäftigt dich so, das fasziniert dich so sehr, auch diese digitale Transformation, da gehst du jetzt intensiver rein. Also es ist ein Startup bei uns aus der Hochschule und das sollten wirklich sich alle auch vornehmen, die sagen, okay, ich versuche es mal, mein Know-how, meine Obsession, die ich so habe, in den Markt zu bringen. Leute, es lohnt sich. Unbedingt. Es ist was anderes, ob man nur Geld verdient oder ob man auf einer Mission ist, die irgendwo vielleicht für die Gesellschaft was Besseres bringt. Und da höre ich ganz klar raus, das ist eine ganz wichtige Mission, die ihr verfolgt damit, Fisch im Wasser. Finde ich toll. Muskeln ist der Titel deines neuen Buches. Warum eigentlich ein Buch über Muskeln? Ach, weißt du, das habe ich mich nicht gefragt. Ich werde das allerdings oft gefragt, weil ich habe natürlich mal auch recherchiert und so. Meistens gibt es Bücher zum Muskeltraining. Und es hat aber niemand bisher Muskulatur in ihrer Bedeutung beschrieben für die Gesundheit, für den Organismus, fürs Wachstum, für die Entwicklung und so weiter und so fort. Also für den Menschen und für die Biologie. Letztendlich ist die Muskulatur immer sehr sträflich behandelt worden. Und das fand ich unsäglich. Denn wir vom Sport machen natürlich alles mit Muskeln, über Muskeln und Leistungsfähigkeit, aber auch Mobilität und Selbstständigkeit, aber auch Entwicklung ergibt sich immer nur durch Muskelarbeit. Und da habe ich immer gedacht, warum wird Muskulatur so stiefkindlich behandelt und in der Regel meistens immer nur unter dem ästhetischen Gesichtspunkt betrachtet. Also, wenn man, du hast ein Sixpack, du siehst gut aus, hast breite Schultern und so weiter und so fort. Aber man vergisst dabei die extrem bedeutsame gesundheitliche Wirkung im Körper, in den Körper hinein, die Muskulatur hat. Und da habe ich gedacht, das musste man schreiben als Sachbuch. Das Buch ist etwas schwerer zu lesen, nicht einfach, deswegen ist es ja auch ein Sachbuch, aber es richtet endlich mal den richtigen Scheinwerfer auf die große Bedeutung der Muskulatur. Und ich habe es als Hörbuch gehört, gibt es auch als Hörbuch. Also ich kann es gut hören. So schwer wie ein Sachbuch, das man jetzt aus der Uni kennt oder jemand, der sich fachlich mit sowas beschäftigt, ist es definitiv nicht. Aber es geht sehr ins Detail. Und ja, jemand wie ich mag das sehr gerne. Du sagst aber auch selbst in dem Buch, man muss nicht alles im Detail lesen. Man kann auch einzelne Abschnitte überspringen, wenn es einem zu detailliert wird. Insofern denke ich, ist auch ein gutes Buffet für alle, die mehr über, du sagst es ja selbst im Buch, das größte stoffwechselaktive Organ des Menschen wissen wollen.
Also weißt du genau, ich habe mich ja bemüht, es ein bisschen populärer auch zu schreiben. Das gelingt dir natürlich nicht überall, weil du musst natürlich manchmal mit Fachbegriffen agieren. Und du weißt ja, wir haben ja vor einem Jahr den Podcast gemacht, da haben wir über den Stoffwechsel geredet. Und der Stoffwechsel ist ja auch so ein mysteriöses Organ, wo niemand so richtig bisher was zu geschrieben hatte. Und das war jetzt die Folge auch, dass ich ein nächstes Sachbuch jetzt schreiben wollte und musste auch. Denn ich nehme mir eben das größte Organ des Stoffwechsels raus, die Muskeln. Und beschreibe auch letztendlich, welche gesundheitliche Bedeutung es hat. Und nimm dir doch mal wirklich deine Arztbesuche. Bist du jemals schon nach der Bedeutung deiner Muskulatur, deiner Kraft, der Leistungsfähigkeit deiner Muskulatur gefragt worden? Ist mal je ein Muskeltest gemacht worden? Ist es mal je in eine Diagnostik hineingebracht worden, außer vielleicht in einem Fitnessstudio, also wo die Experten für Muskelarbeit ja sitzen? Nein. Und dieses finde ich skandalös. Und genau deswegen wollte ich damit auch aufklären. Und einen Aufschrei auch auslösen. Leute, achtet mal endlich auf das größte Organ des Menschen neben der Haut, auf die Muskulatur. Ja, Wahnsinn, wo du das sagst. Selbst wenn man so eine umfassende Untersuchung macht, dann hat man vielleicht nochmal ein Fahrradergometer drin, wo dann die Herz-Kreislauf-Leistung gemessen wird. Aber tatsächlich Muskelleistung oder irgendwelche Muskeltests, außer vielleicht die Reflexe am Knie oder sowas, werden eigentlich nicht getestet, ja, kann ich selbst. Ja, genau, und deswegen, das ist auch, ich finde das schlimm, weil genau deswegen ist es so, dass die Muskulatur immer nur unter dem Aspekt der Anatomie vorkommt. Schon ganz wenig unter dem Begriff der Physiologie und schon gar nicht in den verschiedenen Disziplinen, wie du gerade schon mal gesagt hast. Wenn du beim Internisten bist, dann schaut er nur auf eingeschränkte innere Organe. Bis zum Kardiologen schaut er nur aufs Herz. Bis zu beim Endokrinologen, Stoffwechsel, schaut er nur auf Hormone beispielsweise. Und vergisst dabei das größte Stoffwechselorgan, was endokrin aktiv ist, die Muskeln. Bis du beim Orthopäden, schaut er auf die Knochen, die Bänder, die Sehnen und so weiter und so fort. Und du siehst, Muskeln sind nie dabei. Da, und es ist ein unglaublich weites Feld auch. Man sieht auch, das Buch ist umfangreich. Wir können in der heutigen Folge ganz sicher nicht alles abdecken. Allein das Hörbuch ist auch, ich glaube, knapp 8 Stunden lang. Aber die Zeit vergeht schnell, muss ich dazu sagen. Ist auch wunderbar vorgelesen, also man kann sehr gut folgen. Ich würde aber trotzdem ganz gerne ein paar Punkte rauspicken heute mal. Dass wir uns so ein paar Highlights vornehmen, wo wir vielleicht reingehen. Vielleicht fangen wir mal bei der Begriffsklärung an. Gerade jeder, der zuhört, hat sicher ein gutes Gefühl davon, was Muskeln eigentlich sind. Trotzdem finde ich es immer noch mal spannend, reinzugucken, was ist denn eigentlich ein Muskel, wie wird der definiert und welche Arten gibt es eigentlich? Also wenn wir von Muskeln sprechen, meinen wir ja in der Regel meistens die sogenannten Skelettmuskeln. Das ist die schöne gestreifte Muskulatur, die ist deswegen gestreift, weil sie, wenn man sie unter dem Mikroskop betrachtet, ist sie rot und weiß gestreift. Ist für einen Kölner natürlich wunderbar, rot und weiß, ne? Kannst du dir vorstellen. Das heißt also, wir reden immer über die sogenannte Skelettmuskulatur. Übrigens, wenn man das mal übersetzt, Musculus heißt Mäuschen übrigens, aus dem Lateinischen, weil eben ein angespannter Muskel etwa wie ein Mäuschen auch aussieht. Daher kommt der Begriff. Und das ist ja auch sehr schön. Und deswegen heißt der Musculus Biceps ja auch so, also es ist ein Mäuschen am Oberarm sozusagen, so kann man es beschreiben. Zurück zur Definition. Ja, wir müssen verschiedene Muskulaturen unterscheiden. Also es sind Strukturen des Körpers, die Arbeit leisten. So kann man es fast reduzieren und die zum Zweiten sich dadurch auch kennzeichnen, dass sie kontrahieren. Und das bringt die Arbeit, die Arbeitsleistung. Und wir haben neben der quergestreiften eben auch eine glatte Muskulatur. Und die glatte Muskulatur, das ist die Muskulatur der inneren Organe. Und die Skelettmuskulatur, die können wir willkürlich beeinflussen. Wir können dem Bizeps sagen, spann dich an. Was wir zum Glück beim Herzmuskel beispielsweise nicht machen können. Dort ist nämlich die glatte Muskulatur oder auch in den Blutgefäßen ist eine glatte Muskulatur. Die stellen sich automatisch weit oder eng, je nachdem, welche Belastungssituation im Körper existiert. Der Herzmuskel reagiert kräftiger und schlägt schneller, je nachdem, welche Belastungssituation wir haben. Und daran erkennen wir gut, dass wir die glatte Muskulatur eben nicht beeinflussen können, weil sie eben autonom, automatisch funktioniert, entsprechend der Bedürfnisse der jeweiligen Umwelt. Situation. Und dann haben wir eben die willkürlich aktivierbare Muskulatur, die wir auch trainieren können im klassischen Sinne. Das ist eben die Skelettmuskulatur, obgleich wir, auch das wissen wir, ja selbst auch den Herzmuskel durch Muskelarbeit über die Skelettmuskulatur trainieren und beeinflussen können.
Und die glatte Muskulatur, die Blutgefäße, die du nanntest, das wäre auch so ein Beispiel, wenn jemandem die Schamesröte ins Gesicht steigt, das wäre dann die glatte Muskulatur, ne? Ja, weißt du, es ist ja letztendlich so. So ähnlich kann man das sagen, oder Nervosität, die Flecken, die man oben schon mal im Dekolleté sieht beispielsweise, oder Zornesröte, wie man ja auch schon mal sagt, ja. Das heißt, also da werden Hormone ausgeschüttet, es passiert etwas im Körper und dann werden beispielsweise Gefäße weitgestellt, um Leistung zu erbringen. Und das ist das, was du siehst, ja. Temperaturregulation beispielsweise, wir haben vorhin vom Laufen gesprochen, funktioniert komplett automatisch. Auch dann werden die Gefäße weitergestellt. Das können wir nicht willkürlich beeinflussen. Das macht der Körper über seine Muskeln ganz alleine. In deinem Buch geht es ja hauptsächlich um die Skelettmuskulatur. Und genau. Das ist ja eigentlich auch die Muskulatur, die uns hier interessiert im Fitnessbereich. Klar, Herz natürlich auch, aber hier ist der Schwerpunkt auf der Skelettmuskulatur. Und so ist es und so soll es auch bleiben, weil das ist die klassische Trainingsmuskulatur. Und das ist auch das, was ich gerade schon mal mit dem Herzmuskel beschrieben habe. Indem wir die Skelettmuskulatur aktivieren, indem wir laufen gehen, Rad fahren, aktivieren wir unmittelbar natürlich auch gleichzeitig die Muskulatur der inneren Organe und damit die glatte Muskulatur. Und daran erkennen wir schon den ersten Zusammenhang. Muskelarbeit sorgt für Leistungsfähigkeit der inneren Organe, sorgt für Leistungsfähigkeit der glatten Muskulatur. Lassen wir der glatten Muskulatur oder geben wir der auch keinen Reiz über die Skelettmuskulatur, wird auch das Herz dementsprechend keine Weiterentwicklung im Sinne der Erhöhung der Leistungsfähigkeit erfahren. Also wir nutzen Skelettmuskulatur, um glatte Muskulatur auch mit zu trainieren. Bevor wir da auch nochmal weiter reingehen, hast du eigentlich einen Lieblingsmuskel? Ach ja, weißt du, das ist ganz schön schwer zu sagen. Es gibt natürlich wahnsinnig tolle Muskeln, ja, die sehr kräftig sind, wie der Kaumuskel, der wahnsinnig viel Kraft entwickeln kann, relativ betrachtet. Es gibt den am häufigsten arbeitenden Muskel, der mich am meisten imponiert. Das ist ja der Muskel des Auges, der ja über hunderttausende Male am Tag quasi sich schließt, ohne dass wir da etwas tun, um das Auge anzufeuchten, um das Auge zu schützen. Wir haben ganz winzige Muskelgruppen in den Ohren beispielsweise, die dafür sorgen, dass die Ohrgeräusche letztendlich zum Gehirn kommen und übertragen werden. Ganz tolle Pfeile. Also mir gefallen erstmal die kleinen Mäuschen viel besser als die großen, die wir immer so in den Mittelpunkt nehmen. Und wir müssen einfach davon ausgehen, wir haben 654 Muskeln und alle haben letztendlich eine große Bedeutung für den menschlichen Organismus. Ja, das ist faszinierend. Man nimmt das so hin, ja, weil es immer funktioniert und so richtig merkt man erst, wie wichtig auch kleine Muskeln sind oder Muskeln, die man gar nicht so wahrnimmt, weil man sie vielleicht auch nicht trainiert, wenn sie nicht funktionieren. Ich hatte zum ersten Mal mir eine Zerrung im Rücken geholt vor anderthalb Jahren. Da habe ich beim Training nicht so richtig aufgepasst und danach, ich kann mich gar nicht mehr bewegen, weil es wirklich dieser Muskel so getriggert war. Das war wirklich interessant. Also letztendlich, und das ist ja auch das Grundproblem, nehmen wir mal das Thema Rückenschmerzen oder so, ja. Auch auf den Rücken wirken 150 Muskeln ein. 150. Und daran erkennt man schon, wie die Wirbelsäule allein am Tropf der Muskulatur hängt. Das heißt, würde man von der Wirbelsäule alle Muskeln mal wegnehmen und würde obendrauf ein Gewicht stellen, Marc, dann würde das unter einer Last von 2 bis 3 Kilo schon zusammenbrechen. Das heißt, daran erkennt man schon, wie die Stabilität vieler unserer Systeme, gerade unserer Haltung, abhängig ist von der Leistungsfähigkeit unserer Muskulatur. Und wenn wir sie eben dann auch nicht vernünftig hegen und pflegen, und du hast gerade gesprochen von einer Zerrung, dann ist das ja schon eine etwas ausgeprägtere Form der Verletzung. Aber im Vorfeld gibt es ja schon Verspannungen, Tonusveränderungen, Unterversorgung, Stoffwechselveränderungen in der Muskulatur, die auch schon erste Probleme machen können, die wir aber noch nicht so bewusst merken. Natürlich die Zerrung, Steigerung davon ist der Muskelfaserriss, Steigerung davon ist der Muskelbündelriss und dann der Muskelriss. All das wollen wir nicht haben, aber natürlich leidet auch die Muskulatur unter unserem Fehlverhalten. Du sprichst genau den Punkt an, das kann ich vielleicht noch dazu sagen. Ich habe damals trainiert an einem Tag, an dem ich eigentlich einen Ruhetag geplant hatte. Ich habe gemerkt, dass der Rücken tens war, dass die Muskeln auch Entspannung brauchten. Habe mich dann dazu hinreißen lassen, trotzdem zu trainieren und habe dann die Quittung gekriegt. Wir kommen auch gleich noch später auf das Thema Regeneration zu sprechen und Muskelverletzung.
gehören ja auch zu den häufigsten Sportverletzungen überhaupt, so Zerrungen und solche Geschichten. Worauf es da ankommt, damit du, der du zuhörst, nicht den gleichen Fehler machst. Vielleicht vorher nochmal, du hast eben angesprochen, Muskelverspannung kennen, glaube ich, wir alle, gerade die, die am Schreibtisch sitzen, der Nacken häufig mal verspannt. Das kann wirklich zu auch starken Schmerzen führen, ist sehr unangenehm. Wie passiert denn eigentlich sowas? Wieso verspannen Muskeln? Das ist doch eigentlich unnötig, würde ich jetzt mal sagen. Ja, da sagen wir so, die machen das auch nicht, weil sie uns zäckig, weil sie uns böse sind. Allerdings gehen wir nicht da richtig mit um. Also Muskulatur verspannt natürlich, hast du ja selber gerade beschrieben, wenn sie sehr stark belastet, wenn sie übermüdet sind. Dann kommen sie nicht mehr zurück in ihren Ausgangszustand, weil sie energetisch beispielsweise nicht wieder aufgeladen sind, weil sie eben nicht ausreichend Mineralien bekommen haben und dementsprechend dann Entspannung herbeigeführt werden kann. Das ist das Erste. Aber das Zweite ist, und jetzt komme ich zu einem weiteren Begriff, der vielleicht auch draußen etwas irritiert, aber für mich ist Muskulatur eben sehr emotional. Denn Muskeln verspannen ja insbesondere in emotionalen Situationen. Wir tragen die Sorgen auf den Schultern. Und wenn wir angespannt sind, wie der Begriff ja schon sagt, dann verspannen die Muskeln quasi reflektorisch. Das bedeutet also, wir agieren unsere Emotionen, wir zeigen unsere Emotionen sehr stark über unsere Muskulatur. Wir treten gegen den Tisch, wir hauen auf die Tischplatte, wenn wir wütend sind, und wir jubeln und wir strecken die Arme nach oben, wenn es uns gut geht. Und genau das Gleiche trifft eben bei Sorgen, bei Ängsten, bei Stress zu. Auch das verspannt Muskulatur, also Emotionalität verändert hormonelle Situationen im Körper und das führt zu Verspannung. Und das Letzte, auch das führt zu Verspannungen, indem wir die Muskulatur eben, nehmen wir mal das Thema Schreibtischarbeit, Computerarbeit, viel zu lange beanspruchen, ohne ihr Pause zu geben. Dann kommt sie in eine Energiedefizitsituation, Sauerstoffdefizitsituation. Und genau dann kann sie sich nur helfen, indem sie immer mehr Spannung aufbaut, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Ein typisches Phänomen ist es also der Überforderung. Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt Schreibtischtäter bin, um meinen Muskeln da auch mal die Ruhe zu geben? Vielleicht auch nochmal die Folge einer Verspannung ist natürlich dann noch gravierender. Wenn das eine dauerhafte Verspannung wird, baut sich Muskelgewebe um und es bilden sich so kleine bindegewebige Knötchen. Warum? Auch da hilft der Körper sich natürlich dadurch. Unterversorgung heißt ja immer, dass Gewebe zu wenig Nährstoffe und Energiestoffe und Sauerstoff bekommt. Und damit sich dort nicht eben etwas Pathologisches, Krankhaftes ausbildet, baut quasi der Organismus dann Muskelgewebe ab und baut Bindegewebe ein, was man dann so als Knötchen quasi empfindet. Das heißt, wir verlieren quasi an Muskelarbeitsqualität, an Muskelgewebe. Und das ist ein ganz entscheidendes Problem. Jetzt zu dem, was kann ich tun? Dehnen hilft da oft nicht so viel, denn einen verspannten Muskel zu dehnen, das gelingt oft nicht. Da wehrt sich der Muskel. Und jetzt kommt die einfache Strategie. Muskeln musst du weiter anspannen, wenn sie verspannt sind. Also anspannen, entspannen, dehnen. So sollte die letztendlich die Progression sein. Wenn ich am Schreibtisch sitze, eine ganz einfache Übung. Ich ziehe also die Oberarme und die Schultern bis zu den Ohren hoch, spanne ganz kräftig die Muskulatur des Schulter-Nackenbereiches an, halte sie 3 bis 5 Sekunden und dann lasse ich sie wieder fallen. Und das wiederhole ich 3 bis 5 Mal und dann ist die Muskulatur so gestresst, dass sie reagiert, hormonell reagiert, durchblutungsmäßig reagiert und erst dann gibt sie quasi die neue Bewegung wieder frei und lässt Dehnung wieder zu. Also Anspannung vor Entspannung. Das ist faszinierend. Ich glaube, der typische Reflex ist ja, dass man wirklich in die Dehnung geht und hat dann auch das Gefühl, es bringt ein bisschen was, aber das täuscht dann. Also wirklich erst anspannen, danach dehnen. Ist wie eine Aufwärmung, so kann man es ja ganz beschreiben. Denn wenn wir Gewebe flexibler machen, dann heißt das ja nichts anderes, als es besser zu durchbluten und dass die Verschiebeschichten, die wir ja alle haben, zwischen den einzelnen Strukturen, zwischen dem Bindegewebe vernünftig und reibungsfrei laufen. Und genau das machen wir. Indem wir anspannen, erhöhen wir quasi den Stress in der Muskulatur und dies führt dann zu einer massiven Reaktion im Anschluss. Das heißt also, Stress ist ein Lebensmittel, auch für die Muskulatur. Und das bedeutet ja, Anspannung vor Entspannung. Spannend fand ich auch den Punkt, dass die verspannten Muskeln, wenn man nichts dagegen tut, sich irgendwann zurückbilden.
Ja, das habe ich ja gerade schon mal so mit den Knötchen beschrieben. Das ist wirklich eine hohe Gefahr, ja. Dass angespannte Muskulatur ja niemals mehr ihre Funktion ausübt und dementsprechend dann auch nicht optimal versorgt wird. Und dann, da wir ja ständig Um- und Abbauprozesse haben, wird dort eben eine andere Form des Gewebes eingelagert. Und so verlieren wir letztendlich die kontraktilen Elemente und haben dort letztendlich dann ja quasi nur ein nicht kontraktionsfähiges, in dem Sinne wie muskulaturfähiges Material dann eingelagert. Und das wollen wir alle nicht haben. Was hältst du von Massagen? Ja, Massagen können ja verschiedene Effekte haben. Ne? Es gibt ja die Regenerationsmassage, es gibt ja wirklich die therapeutische Massage und es gibt natürlich auch die Entspannungsmassage, je nachdem, was man so ansetzen möchte. Ja, und immer unter dem Aspekt der Regeneration und der Entspannung ist das sicherlich eine wahnsinnig schöne additive Unterstützung. Nicht umsonst wird es ja Therapie, wird es ja im Spitzensport ja immer eingesetzt. Im Bereich des therapeutischen Vorgehens, wo letztendlich dann wirklich auch Bindegewebe ganz tief gereizt und stimuliert wird, kann es helfen, beispielsweise Heilungsprozesse zu unterstützen, dass Narbengewebe sich in der richtigen Richtung ausrichtet, dass Narbengewebe sich viel schneller regeneriert und repariert, insbesondere dann, wenn ich Verletzungen habe. Ansonsten sehe ich Massage eher im Sinne der Entspannung und quasi so ein bisschen der, ja, dieses Wellness-Gefühls in dem Mittelpunkt, aber auch das hat unmittelbar seine Bedeutung neben der Regeneration. Welche Rolle spielt das Bindegewebe für die Funktion unserer Muskeln? Also ich freue mich ja, dass Schleip insbesondere, ja Robert Schleip aus Ulm, so ein bisschen mehr den Finger damals schon in die Wunde gelegt hat und die Faszien, was ja nur ein Synonym ist im weitesten Sinne für das Bindegewebe, das ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt hat. Dem Bindegewebe ist es genauso ergangen wie der Muskulatur, niemand hat es beachtet. Und da aber beispielsweise Kräfte innerhalb des Körpers, auch Informationen innerhalb des Körpers zwischen Muskeln und dabei mit Bindegewebe, über Bindegewebe ausgetauscht werden und Muskeln über Bindegewebe verbunden sind, Agonist und Antagonist. Wir haben beispielsweise ganze bindegewebige Platten, zum Beispiel an den Oberschenkelseiten, die uns Stabilität geben, die der Muskulatur helfen, ein wenig nicht dauerhaft sich überstrapazieren zu müssen. Wir haben beispielsweise im Bereich des Bauches die große Bauchfaszie, die ja die Bauchmuskulatur so ein wenig abdeckt. Daran sieht man schon, ja, Bindegewebe, Faszien und Muskulatur hängen unmittelbar zusammen, zumal ja jeder Muskel auch seine Form durch seine Faszie, durch sein Bindegewebe bekommt. Heißt also, ja, Bindegewebe ist Formgeber, Bindegewebe ist Informationstool und Bindegewebe ist verbindendes Organ durch den Körper hinaus. Und was passiert, wenn wir uns nicht ordentlich bewegen, wenn wir unsere Muskeln nicht regelmäßig benutzen oder falsch benutzen, wie eben schon besprochen, durch die Körperhaltung? Da verändert sich ja auch das Bindegewebe. Du hast die Knötchen eben angesprochen. Was passiert da noch? Ja, das ist das eine. Und zum Zweiten, Faszien verfilzen, wie wir in schönen Bildern mittlerweile erkennen konnten. Das heißt, auch Faszien haben ja bestimmte bindegewebige Strukturen, also Fasern. Und die müssen immer eine Zugbelastung erfahren. Und Zugbelastung heißt, jetzt sind wir wieder bei der Massage, es kann einerseits von außen kommen, indem ein mechanischer Druck darauf ausgeübt wird, der in Form von Zug quasi dann die Faser ausrichtet, oder eben Bewegung. Und Bewegung ist immer noch der wichtigste Motor, um Zugbelastung auf bindegewebige Strukturen auszuführen. Das macht Dehnung, das macht aber auch Kontraktion. Und das heißt also letztendlich, dass Bewegung der Motor dafür ist, dass Bindegewebe die Vitalität behält, dass die Viskosität vernünftig zwischen den Verschiebeschichten abläuft und dass letztlich auch die Ernährung des Bindegewebes durch Muskelarbeit nur garantiert werden kann. Übrigens, den Faszienforscher Dr. Robert Schleip hatte ich in Folge 211 schon mal zu Gast hier. Sehr spannend für alle, die mehr und noch tiefer in das Thema Faszien einsteigen wollen. Insofern ist ja Muskeltraining, wie wir es aus dem Fitnessstudio kennen, auch eine gute Idee, wenn ich es umfassend betreibe, also möglichst meine Muskeln in allen möglichen Richtungen, sage ich mal, bewege. Also ziehen, drücken, tragen nennst du ja diese drei Punkte. Genau. Ziehen, drücken, tragen als Funktion der Muskulatur. Idealerweise ist es so, dass Muskeln müssen lang sein, lang werden können und sie müssen maximal sich kontrahieren können.
Das heißt, sie müssen ihre maximale und optimale Länge sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung ausleben können. Und das bedeutet, dass sie in allen Bewegungsrichtungen auch trainiert werden sollten. Wir sollten letztendlich alle Bewegungsmöglichkeiten der Muskulatur immer ausschöpfen. Und dabei eben die verschiedensten dreidimensionalen Bewegungen am besten nutzen. Denn der Körper funktioniert ja in der Regel dreidimensional. Der große Vorteil eines Trainings an Gerätschaften ist meistens natürlich die große Sicherheit bei der Bewegungsausführung. Die Bewegungskontrolle. Gerade auch bei Anfängern und Anfängen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, eben an Trainingsgeräten es zu machen. Auch die Belastungsdosierung kann viel feiner stattfinden an Trainingsgeräten, um auch verschiedene Qualitäten der Muskelarbeit, nämlich schnell und intensiv, langsam und statisch, konzentrisch und exzentrisch, all das zu trainieren, denn all das muss Muskulatur können. Also all das gibt es separat zu beüben. Ich muss Exzentrik lernen, ich muss Konzentrik lernen, ich muss Isometrik lernen, genauso möglicherweise wie eine klassische isotonische, also eine auxotonische Bewegungsform. Was heißt das jetzt? Das heißt letztendlich, dass ich Muskulatur vielfältig trainieren sollte. Und wer es denn dann kann, so wie du, weiß ich ja jetzt von dir, dann sind wunderbar eben die Calisthenics, also die Körpergewichtsübungen, die Ganzkörperübungen, Stabilitätsübungen mit dem eigenen Körpergewicht über die gesamte Länge des Körpers. Ideale Formen eben, um Muskulatur in Gänze und damit Körperformung in Gänze zu betreiben. Du hattest eben angesprochen, konzentrisch, exzentrisch und isometrisch. Kannst du die vielleicht, die Begriffe noch mal kurz erklären? Ja, also isometrisch heißt übersetzt statische Haltearbeit. Das bedeutet also, dass der Gegenstand, den ich hebe, einfach so festgehalten wird, dass ich keine Gelenkwinkelveränderung habe. Ich bewege das Gelenk nicht. Ich halte beispielsweise einen Koffer einfach bei 90 Grad gebeugtem Oberarm fest und halte ihn. Das nennen wir isometrische, heißt also haltende Muskelarbeit. Konzentrische Arbeit ist etwas mehr. Dort hebe ich einen Gegenstand an und wie eine Hantel beispielsweise im Bizeps hebe sie an, führe sie zum Oberarm, strecke das Ellbogengelenk wieder und. Das ist so eine konzentrische Arbeit. Und die exzentrische Arbeit heißt, ich führe den Oberarm zurück und halte und halte und halte, kontrolliert quasi gehe ich in die Ausgangsstellung wieder zurück. Dabei wird der Muskel gedehnt, obgleich er sich kontrahiert. Ist eine typische Alltagsbewegung, auch wenn wir Trepp abgehen beispielsweise oder wenn wir nach einem Sprung landen. Muskelkontraktion plus Dehnung, das nennen wir Exzentrik, also Längenveränderung in der Kontraktion. Übrigens, dabei passieren die meisten Verletzungen. Gerade eben auch, wenn wir mal Fußballspieler sehen, die sich plötzlich an den Oberschenkel fassen, hinten an die Beugemuskulatur, dann ist der Muskel gedehnt worden in der Kontraktion und sie haben es nicht geschafft, eben das Bindegewebe so zu stabilisieren, dass es eben nicht einreißt. Und dann haben wir häufig einen Muskelfaserriss. Also, das sind die klassischen Formen isometrisch und isotonisch, auxotonisch. Und bei der auxotonischen Form heißt es also konzentrisch oder exzentrische Muskelarbeit. All das muss gelernt werden. Ich finde es ja absolut faszinierend, was im Muskel passiert, wenn man wirklich mit dem Mikroskop mal reinschaut, wie diese kleinen Strukturen auf mikroskopischer Ebene dafür sorgen, dass sich zum Beispiel mein Oberschenkel so kontrahiert und andere Muskeln, so dass ich aufstehen kann. Darauf gehst du auch in deinem Buch ein, erklärst das halt wunderbar. Ich würde diesen Beitrag gerne ausklammern jetzt und. Ja, aber muss man sich einlesen, ne? Muss man sich einlesen, genau, ja. Es ist aber wahnsinnig faszinierend, bisschen Werbung machen für dein Buch. Also alle, die sich dafür interessieren, hört mal rein oder lest rein. Ein Punkt aus dieser mikroskopischen Ebene möchte ich trotzdem rauspicken, und zwar die Energie. Muskeln brauchen ja viel Energie, um das zu ermöglichen, was wir im Leben nun mal so machen, auch außerhalb des Trainings, natürlich auch im Training. Wo kommt diese Energie her? Also letztendlich ist die wichtigste Energieform ist ja das sogenannte ATP, das Adenosintriphosphat. Und das ist letztendlich der Brennstoff der Körperzelle. Und wir haben für die Muskulatur, das wisst ihr alle selber, Möglichkeiten der Energie dauerhaft bestimmte Leistungen zu erbringen, insbesondere dann, wenn die Muskulatur nicht hochbelastet ist, die Durchblutung gut ist und wir mit viel Sauerstoff versorgt sind. Und das bedeutet, wir haben in der Muskulatur Kraftwerke, die sogenannten Mitochondrien.
Und die arbeiten dann eben mit Sauerstoff und erbringen daraus dann eben das ATP, was daraus entsteht. Und dann heißt es, okay, Muskel kann Leistung erbringen. Insbesondere nutzen dies bestimmte Fasernstrukturen, nämlich diese gut durchbluteten kleinen Muskelfasern, die brauchen eben Sauerstoff und da kommt die Energie dann eben aus einem sogenannten aeroben Energiebereitstellungsprozess. Anders gibt es den sogenannten anaeroben Energiebereitstellungsprozess. Dieser findet ohne Sauerstoff statt. Der ist weit weniger effektiv. Da wird weit weniger ATP aus dem Verarbeitungsprozess gebaut, dann greift der Körper beispielsweise gerade beim Krafttraining auf so eine Phosphate zurück, auf Kreatinphosphat insbesondere zurück. Und das reicht eben nicht für so viele Kontraktionen. Das heißt also, wir müssen die Arbeit dann abbrechen, außer er produziert dann eben auf einem anderen Weg, und das kennen wir alle, wo dann plötzlich sehr viel Milchsäure, Laktat im Muskel bleibt. Und auch dann erkennen wir, ja, ist ein anderer Energiebereitstellungsprozess. Wenn wir zu wenig Sauerstoff haben, brennt die Muskulatur irgendwann und wir müssen es abbrechen. Aber eine wichtige Form des Trainings ist die zweite Form. Das heißt also, der anaerobe Energiebereitstellungsprozess funktioniert ohne Sauerstoff in den ersten Sekunden über Kreatinphosphate und dann eben über andere sehr komplizierte biochemische Prozesse, die aber alle dazu dienen, selbst ohne Sauerstoff ATP zu produzieren, damit Muskelarbeit stattfinden kann. Das ist auch der Grund, warum Kreatin, wenn man es noch so ein bisschen ergänzt, auch einen kleinen Vorteil bringt bei den meisten Menschen, weil man dann diese anaerobe Belastung ein bisschen länger halten kann, dadurch ein bisschen intensiver trainieren kann, richtig? Ja, letztendlich ist das so. Kreatin ist ja sowieso, im Netz wird das ja gerade sehr gehypt. Und im Spitzensport ist das seit langem schon immer ein natürlicher Stoff sowieso des Körpers. Und es ist auch nicht ganz unerheblich, das, was du gerade gesagt hast. Ja, es kann einerseits Leistungsfähigkeit gerade im anaeroben Kontext verändern, positiv beeinflussen. Und zum Zweiten hat es dann eben den positiven Einfluss, dass ich andere Trainingsintensitäten, Belastungsintensitäten fahren kann, dass Muskelaufbauprozesse dann intensiver stattfinden. Das ist so der Bereich, den ich ja auch im intensiven Krafttraining bearbeite. Das ist das anaerobe Training. Du hast schon beschrieben, das Muskelbrennen ist ja auch ein Signal, dass ich wirklich in diesen anaeroben Bereich reingehe. Ich will ja dann auch, dass die Muskeln brennen. Auf der anderen Seite habe ich die aerobe Energiebereitstellung. Die Bereitstellung kommt dann aus den Mitochondrien, hast du gesagt. Das sind diese kleinen Muskelkraftwerke. So ist es. Und davon hat jede Muskelzelle in der Regel zwischen 1000 und 2000 Mitochondrien, die diese Energie bereitstellen. Das ist auch wirklich, viele sagen sogar, aus den Mitochondrien heraus resultiert die Vitalität des Lebens. Und das kann man wirklich so sagen. Leisten unsere Mitochondrien sehr viel gute Arbeit, haben wir sehr viel Energie für unser Leben. Und deswegen gibt es sogar Spezialdisziplinen, die sich ja nur mit der mitochondrialen Gesundheit überhaupt auseinandersetzen. Das Wichtigste ist, das muss man ganz klar sagen, hier geht es eher in den Bereich des Ausdauertrainings, ist die größte beeinflussende Trainingsform im Sinne der Stimulation des Aufbaus der Mitochondrien, der Qualitätsverbesserung der Arbeit der Mitochondrien. Wenn ich im Muskeltraining bin, dann bin ich eher nicht so stark angewiesen auf die Arbeit der Mitochondrien, sondern dann eben auf die anderen Formen, auf die anaerobe Form der Energiebereitstellung. Wir müssen nämlich wissen, dass ab einer Last von etwa 40% der Maximalkraft, das ist ja gar nicht so viel, wird die Durchblutung in der Muskulatur durch die Kompression der Muskulatur auf die Blutgefäße schon so stark reduziert, dass wir schon in einen sauerstoffarmen Zustand hineingelangen. Und das bedeutet also, ja, Sauerstoffnot entsteht und die Muskulatur kann eben nicht mehr sauerstoffreich versorgt werden. Das bedeutet also, fast in jedem Muskeltraining, in jedem intensiven Training sowieso, arbeiten wir anaerob ohne großen Einbezug der Mitochondrien. Trainierte Mitochondrien auch in diesem intensiven Bereich was? Also wenn ich jetzt nur über intensives Krafttraining rede. Ja, du erholst dich schneller. Ja. Das ist das Entscheidende. Ja, das heißt, du brauchst die Mitochondrien in der Regenerationsphase. Ja, das ist das, je besser und leistungsfähiger die ist, umso besser bist du erholt. Ich habe ja gerade schon von Vitalisierung gesprochen. Die sorgen dafür, dass du deutlich besser wieder zurückkommst auf die Spur und vor allen Dingen dann auch sehr schnell wieder in deinen Trainingsrhythmus finden kannst. Das bedeutet also für mich, ja, auch Muskeltraining sollte immer
additiv mit einer gewissen Form des Ausdauertrainings kombiniert werden, nicht um Herz-Kreislauf-Training zu betreiben, nein, um Trainierbarkeit und Regenerationsfähigkeit besser herzustellen. Genau deswegen ist das eben eine Addition für mich. Ausdauertraining ist quasi die Grundlage eines besseren und stabileren Muskeltrainings. Du beschreibst in dem Buch auch, dass die Mitochondrien auch regelmäßiges Training benötigen. Warum ist das so? Oder kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen? Ja, letztendlich ist es so, dass Mitochondrien natürlich auch von der Belastung leben. Und das bedeutet, dass sie beispielsweise lernen, bestimmte Energiequellen besser zu nutzen. Mitochondrien lieben zum Beispiel Fett. Und sie müssen aber erstmal lernen, Fettoxidation wieder möglich zu machen. Und das heißt auf der anderen Seite, ja, wir müssen erstmal die biochemischen Prozesse in der Zelle stimulieren. Und das ist eben dann die Mitochondrienarbeit. Das bedeutet also, dass wir sie so stark beanspruchen müssen, aerob beanspruchen müssen durch aerobes Training, dass sie lernen, wieder Fettoxidation so zu machen, dass sie die Triglyceride heranbringen und vor allen Dingen dann auch nutzen in optimaler Form. Und das ist dann letztendlich das Training, was sie brauchen, um in der Einheit besser zu werden. Und das Zweite ist, dass Muskulatur eben dadurch profitiert, indem wir aerobes Training machen, indem wir mehr von diesen Mitochondrien bekommen. Wir gehen davon aus, dass Sportler fast eine doppelte Anzahl an Kraftwerken in der Zelle bekommen kann durch regelmäßiges Training. Und das können wir uns vorstellen, haben wir eine doppelte Anzahl an Kraftwerken, an Mitochondrien, heißt das gleichzeitig natürlich auch mehr Energie zur Verfügung. Wie muss ich trainieren, um die Mitochondrien zu vermehren, dann zu verdoppeln bis hinzu? Ja, ausdauerorientiert muss ich dann trainieren. Das heißt also, das ist im weitesten Sinne sauerstoffreiches Training. Und das, was ich gerade schon mal gesagt habe, additiv, das würde ich auch jedem Muskeltrainingsathleten wirklich empfehlen. Die Lebensqualität und Leistungsqualität der Muskelzelle ergibt sich auch durch die Anzahl der Mitochondrien. Und das heißt hier für mich aerob, ruhig, ausdauernd, radeln, schwimmen, walken, joggen, Nordic walken. All das, was das Herz-Kreislauf-System aktiviert. Okay, also es darf dann anstrengend werden, aber man kann sich quasi noch unterhalten. Laufen ohne zu schnaufen, so muss man es ruhig sagen. Es darf nicht zu wenig sein, das ist auch klar. Ich brauche eine erhöhte Herzfrequenz. Ich brauche eine erhöhte Sauerstoffumsatz. Das ist das Allerwichtigste. Also eine erhöhte Atemfrequenz. Und wenn man das mal so als kleinen Tipp, den ich immer wieder auch den Menschen mitgebe, formulieren würde, dann würde ich immer sagen, wenn du das aufs Joggen überträgst, Marc, dann würde ich immer sagen, 4 Schritte ein. 4 Schritte aus, 4 Schritte ein, 4 Schritte aus. Bist du immer im aeroben Modus. Machst du es ein bisschen intensiver, aber schneller darf es nicht sein. Du darfst maximal 3 Schritte ein, 3 Schritte aus, 3 Schritte ein, 3 Schritte aus. Denn dann bist du schon an der Grenze aerob, anaerob. Und dann wird es eben für die Mitochondrien uninteressant. Da bist du schon zu schnell unterwegs. Wenn ich mein Auto voll tanke, um nochmal auf dieses Substrat ATP zu sprechen zu kommen, ja, dann gehen da, glaube ich, 55 Liter rein oder vielleicht 60. Also sagen wir mal 60 Kilo. Und damit komme ich, wenn ich nicht zu sehr aufs Gaspedal drücke, dann komme ich damit auf jeden Fall so einige 100 Kilometer weit. Wie ist das denn eigentlich beim Körper? Wie viel Energie, wie viel Menge brauche ich da an so einem normalen? Also letztendlich brauchst du ungefähr 1 Kilokalorie pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag minimal. Also mal 24 pro Stunde. Das heißt also 1 Kilokalorie mal 24 mal Körpergewicht. Wobei beim Körpergewicht trägt man das Normalgewicht ein. Bei Männern, bei Jungs ist es manchmal 1,1 und bei gut trainierten Muskelathleten auch schon mal 1,2. Der Körper produziert also mindestens 60 bis 100 Kilogramm Energie jeden Tag. 60 bis 100 Kilogramm. Kilogramm Energie produziert der Körper jeden Tag. Ja, über die Menge des ATPs. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Schau doch mal. Wenn du jetzt mal den Körper richtig wertschätzt, der hat gerade eine Körpertemperaturmarke von 36,6 Grad. Und das macht er 24/7. Das heißt, seine Körpertemperatur ist immer 36,6 Grad hoch. Und stell dir das mal zu Hause in deiner Wohnung vor, was das für ein Energiebedarf ist. Und genau deswegen produziert er 60 bis 100 Kilogramm Energie aus der ATP-Substanz jeden Tag. Und dann erkennst du schon, ja, er ist eine wahnsinnige Bombe, der Organismus. Und dazu leistet die Muskulatur einen wahnsinnigen Beitrag. Und den Großteil dieser Produktion übernehmen doch die Mitochondrien, oder? Ja, so ist es, genau. Das heißt also natürlich auch
haben alle auch andere Zellen, eben nicht nur die Muskelzellen, sogenannte Mitochondrien. Ja, aber insgesamt muss der Körper diese Energie aus der Nahrung, die wir ihm geben, und dem Sauerstoff dann erstmal wiederherstellen. Das heißt, wir geben ihm die Nährstoffe, wir geben ihm die Energie, wir geben ihm beispielsweise die Fette oder die Kohlenhydrate. Aber das ist noch lange dann keine Energie, denn die muss erstmal dann in den Mitochondrien, die Fette, mithilfe des Sauerstoffs verarbeitet werden und dann quasi in Form des ATPs, in Form der Superspritz, des Superbenzins, der Zelle zur Verfügung gestellt werden, damit dann zum Beispiel eben die 36,6 Grad Temperatur vorherrscht, das Blut fließt, die Leber arbeitet, das Herz schlägt, die Niere funktioniert, Haare wachsen, Nägel wachsen, Haut sich repariert. All das braucht eben diese 60 bis 100 Kilogramm Energie jeden Tag. Wahnsinn. Vielleicht für alle, die sich jetzt wundern, warum sie nicht so viel dann essen. Ja, also man isst ja nicht 60 bis 100 Kilogramm am Tag, sondern ein Teil der Energie wird dann halt wieder weiter genutzt, also wird recycelt sozusagen, ne? Genau, das heißt, klar, das muss man sich nur als Bild vorstellen, ja, wenn man das mal so übertragen, 60 bis 70 Kilogramm ATP wird produziert aus dem, und das ist das, was eben der Körper immer wieder macht. Das heißt, er nutzt immer wieder Sauerstoff, recycelt wieder, nutzt wieder, macht wieder, tut wieder. Und deswegen überstehen wir ja beispielsweise auch Phasen der Hungersnot recht gut. Allerdings wissen wir ja auch, dass der Körper immer darauf reagiert, zu wenig essen geht dann eben auch schief. Wenn wir zurückschauen, also unsere Gesellschaft hat sich ja wahnsinnig geändert in den letzten 100, 150 Jahren, wenige Generationen. Mich wundert das, jetzt bin ich natürlich auch in der Fitnessbubble, dass der Anteil der Übergewichtigen in Deutschland trotzdem weiter steigt, oder in westlichen Nationen, kann man ja eigentlich allgemein sagen. Vor 150 Jahren haben, ich werfe jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum, 90% der Menschen da draußen ihre Muskeln täglich benutzt, im Sinne von sicher auch trainiert, weil sie körperlich gearbeitet haben. Das war für den Mensch ja lange der Normalzustand. Heute ist es anders. Wie sieht's denn heute aus? Wie viele Menschen trainieren ihre Muskeln regelmäßig? Gibt's da Zahlen zu? Ja, es gibt sogar ganz, ganz aktuelle Zahlen. Am 15. August, ich mache ja immer einen großen Bericht, wie gesund lebt Deutschland. Und wir haben natürlich auch bewusst nach dem Muskeltraining gefragt, weil ja, das weißt du ja vielleicht auch, die Weltgesundheitsorganisation ja auch mittlerweile eben nicht nur die 150 bis 300 Minuten grundsätzliche Bewegung, körperliche Aktivität vorschreibt oder empfiehlt, sondern mindestens zweimal pro Woche Muskeltraining. Und das ist in unserer Gesellschaft kaum noch präsent. Das heißt, wir hätten ja nur drei Möglichkeiten, Muskelarbeit zu betreiben. Das ist auf der Arbeit, da ist es weggebrochen, wie du schon richtigerweise beschreibst. Das wäre die zweite Möglichkeit, wäre der Transport. Auch da sind wir sehr automatisiert unterwegs. Nehmen wir die ganzen Scooter, die E-Mobile, die E-Bikes, die Fahrstühle. Also all das nimmt uns ja Muskelarbeit weg. Also bleibt nur noch die Freizeit. Und da liegen wir unter 10%, die dieses soll erfüllen. Das heißt, 90% der Bevölkerung in Industrienationen erfüllt nicht die Anforderung der WHO an ausreichend Muskeltraining. Und ausreichend Muskeltraining heißt eben, zweimal pro Woche alle Muskeln einigermaßen so zu trainieren, dass sie einen lebensmittelrelevanten Reiz bekommen, der sie zu Wachstum bringt. Ja, also haben wir im Prinzip dieses Verhältnis auf den Kopf gestellt. 90% machen es nicht, 10% trainieren ihre Muskeln nur noch. Ja, also ist das nicht, und das ist jetzt genau, warum schauen wir dann nicht, was resultiert daraus? Nehmen wir mal das Thema Adipositas, ja, Übergewicht. Ich kämpfe wirklich seit geraumer Zeit gegen dieses Unsägliche, wir kämpfen gegen das Fett. Wir müssen Kalorien einsparen, das Fett wird abgesaugt, fettreduzierte Nahrungsmittel. Ja, das ist aber Quatsch. Wir verlieren den Kampf gegen das Fett. Das Entscheidende ist, wir müssen Muskelmasse aufbauen. Es gibt nämlich viele Menschen, die sind metabolisch ungesund, weil sie zu wenig Muskelmasse haben. Muskelmasse ist ein endokrines Organ. Und wenn Muskelmasse endokrin ist, löst es bestimmte Funktionen im Körper aus. Und habe ich zu wenig von der Masse zur Verfügung, verändert sich die Relation im Sinne Muskelmasse, aktive Masse zu Fettmasse, passive Masse. Und dadurch verändern sich viele hormonelle Prozesse im Körper. Und wenn ich beispielsweise, wie bei Adipositas, nur gegen das Fett arbeite, aber nicht die Muskelmasse hochfahre, habe ich trotzdem ein Missverhältnis von Muskelmasse zu Fettmasse. Und deswegen ist die einzige Lösung bei vielen Erkrankungen und Problemen,
oder bei vielen Alltagsproblemen, fahrt endlich die Muskelmasse hoch und achtet viel mehr darauf. Auch bei koronarer Herzerkrankung wissen wir mittlerweile, dass Muskelmasse der wichtigste Garant dafür ist, dass auch Herz gesund bleibt. Und das gilt für alle Stoffwechselerkrankungen sowieso, bei Adipositas und selbst eben auch bei so wichtigen Erkrankungen in unserer alternden Gesellschaft, die das Gehirn betreffen. Ja, und das ist ja auch so wichtig. Viele Menschen wollen gerne abnehmen. Und das Thema Muskeltraining ist auch immer noch aus meiner Sicht zu häufig außen vor. Ich muss auch gerade denken an diese eine, so ein kleiner Hype, der jetzt vor ein paar Monaten rauskam. Da gab es diese Fett-Weg-Spritze, in Anführungszeichen, die offenbar dazu führt, dass dann Menschen ein bisschen Gewicht verlieren. Da ist auch immer die Frage, ist es dann wirklich Fett oder gehen auch Muskeln weg? Trotzdem wird in diesem Kontext immer nicht beschrieben, dass eben parallel, also aus meiner Sicht, keine Alternative gibt, als die Muskeln auch zu trainieren. Nee, es gibt in der Tat keine Alternative. Schau doch mal, wir brauchen ein gewisses Verhältnis, damit der Körper vernünftig funktioniert. Von Fettmasse zu Muskelmasse. Der Mann sollte etwa, der erwachsene Mann, 40% Muskelmasse besitzen. Die Frau etwa 30-35% Muskelmasse besitzen. Und das haben in unserer Bevölkerung, wie gesagt, mindestens 90% nicht. Und daraus ergibt sich eben genau dieses Ungleichgewicht zwischen Fettmasse und Muskelmasse. Und wenn sich das verändert, ist die Balance im Körper ins Ungleichgewicht geraten. Und daraus resultieren dann eben die ganzen Begleiterkrankungen, die erstmal nur in Form des Übergewichtes sichtbar werden, aber dann die ganzen anderen Erkrankungen unmittelbar nach sich ziehen. Heißt also, Muskelmasse im Verständnis des größten Stoffwechselorgans ist der wichtigste Garant für viele gesundheitlich relevante nicht auftretende Probleme, weil eben andere Prozesse im Körper dann besser funktionieren, anders funktionieren, stabilisiert und biologisch normal sind. Und das sind wir eben nicht mehr. Bei einem Verlust der Muskelmasse verlieren wir unsere normale biologische Grundausstattung. Ich glaube, wir können festhalten, Muskelaufbau ist definitiv eine gute Idee für jeder Mann und jeder Frau da draußen. Du hast ja auch in deinem Buch diese Statistiken genannt und Faktoren genannt, die einhergehen mit, also auch vergleichsweise geringeren Muskulatur, als eigentlich gesund wäre. Einer dieser Faktoren ist tatsächlich auch das weibliche Geschlecht. Also statistisch gesehen, wer als Frau geboren wird, hat weniger Muskeln, was natürlich nicht Veranlagung ist, sondern eben lebensstilbedingt. Warum trainieren Frauen eigentlich seltener ihre Muskeln als Männer? Ja, weil Muskeln sind der Feind der Waage. So kann man es beschreiben, weil Muskeln sind nun mal 13% schwerer als Fett. Und wir kämpfen ja gegen die Waage und nicht gegen uns selbst oder für uns selbst. Und dementsprechend bestimmt offensichtlich die Waage ja, ob wir uns gut fühlen oder nicht gut fühlen. Das Problem ist aber, dass gerade Frauen Angst haben offensichtlich vor großen, dicken Muskeln. Erstens also wegen der Waage und zum Zweiten vor breiten Schultern. Aber auch das ist ja, wenn Sie es denn richtig machen, gar nicht die Konsequenz. Muskeltraining führt ja nicht zu dicken Paketen. Muskeltraining führt ja nicht zu breiten Schultern. Nein, Muskeltraining ist auch für die Frau eine der wichtigsten Garanten für einen normalen Hormonstatus. Muskeltraining ist für deutlich geringere Beschwerden bei den Wechseljahren absolut Garant dafür. Und. Und das heißt also, dass gerade viele Frauen, die ich sehe, und selbst wenn sie auf der Waage ein vernünftiges Bild machen, skinny fett sind, weil sie nämlich im Bauchraum immer noch viel Fett haben, sind trotzdem metabolisch ungesund. Also das Bild der Muskulatur ist gerade bei der Frau immer noch relativ schlecht. Und da tragen die Medien auch dazu bei, indem immer von dicken Muckis gesprochen wird. Nee, es hat noch kein Medium richtig aufgegriffen, dauerhaft eben auch die Bedeutung der Muskulatur für die Gesundheit und für die Lebensqualität der Frau. Du beschreibst das ja auch ganz gut. Es kommt ja darauf an, wie man seinen Muskel trainiert. Es ist ja ein anderer Trainingsreiz, den ich setze, wenn ich mehr Volumen möchte, wenn ich halt jetzt ein Bodybuilder bin und sage, ich möchte hier einen dicken Bizeps, ja, um das mal plakativ zu sagen, oder ich möchte einfach mehr Kraft und mehr Funktion im Muskel. Kannst du da vielleicht schon mal was sagen? Wie trainiert man da unterschiedlich? Also Muskeln haben, das ist das Schöne, ja ganz verschiedene Anpassungsmöglichkeiten. Das Erste, da passiert in der Muskulatur erstmal gar nichts optisch. Es verändert sich die Biochemie der Muskulatur. Also das heißt so ein bisschen die Energiebereitstellung. Es verändert sich das Zusammenspiel von Nerven und Muskeln, also die Koordination.
Es verändert sich das Zusammenspiel von Agonist und Antagonist. Meine Bewegungsqualität wird besser. Ich bekomme eine bessere Haltung und vor allen Dingen hat meine Muskulatur eine bessere Durchblutung. Das sind ganz einfache, leichte Anpassungen, die ganz so nebenbei passieren, wenn ich den regelmäßig gering und ein wenig trainiere. Wenn ich Muskulatur allerdings wachsen lassen möchte, du hast ja vorhin das Wort auch schon mal genannt, Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Damit sie also viel Volumen aufbauen, brauchen sie einen Reiz. ATP-Mangeltheorie steckt dahinter, also indem sie energetisch ausbelastet werden. Das heißt also richtig, wie wir so vielleicht von der dritten, vierten Etage kennen, wenn wir das Treppenhaus hochgehen, dass Muskeln dann richtig leer sind. Das ist der Reiz, den Muskulatur braucht, um wachsen zu können. Will ich das aber nicht, dann trainiere ich einen völlig anderen Bereich, nämlich einem hochintensiven Bereich mit 70, 80, 90 bis 100% meiner Maximalkraft, mache wenig Wiederholungen und trainiere damit insbesondere die Rekrutierung der Muskelfasern, also das Innenleben der Muskulatur. Ich gebe der Muskulatur also mehr PS. Dadurch wird sie leistungsfähiger, sie wird attraktiver, athletischer insbesondere und wächst quasi nicht vom Volumen her. Es brauchen insbesondere ja auch Sportarten, die immer in Gewichtsklassen agieren. Die agieren genau und arbeiten genauso. Hohe Belastungen, wenig Wiederholungen führt zu einer grassierenden Kraftsteigerung ohne Volumensteigerung. Und das ist zum Beispiel das, was Frauen unheimlich gut stehen würde. Wir sehen das ja auch im Leistungssport. Jetzt die Kraftathleten, die sind in der Regel nicht so, also sind auch muskulös, sind aber in der Regel nicht so muskulös wie jetzt ein Bodybuilder zum Beispiel. Oder wenn wir uns auch Turner angucken, die ja auch unglaublich viel Kraft brauchen, um sich an den Ringen halten zu können, die haben eher eine kompaktere Muskulatur als jetzt ein Bodybuilder. Obwohl sie mehr Kraft haben in vielen Bereichen. Genau so ist es. Beim Bodybuilder ist es ja letztendlich eine Körpergestaltung, eine Körperformung, die da im Mittelpunkt steht. Hier geht es letztendlich darum, den Körper maximal zu formen und zu gestalten. Es ist also ein Arbeiten an der Hülle des Körpers. Wenn man aber Muskeltraining richtig versteht und additiv versteht zu dem, was der Bodybuilder macht, dann wird nicht nur die Form des Körpers da in den Mittelpunkt gerückt, sondern die Funktion, wie du richtigerweise gesagt hast. Und wenn die Funktion im Mittelpunkt steht, dann wird auch die gesundheitliche Wirkung der Muskulatur erst richtig zum Tragen kommen. Und dann ein völlig anderes Training. Der Bodybuilder macht Burning Series, brennende Serien, bis es qualmt, damit wirklich das letzte an Energie aus der Muskulatur herausgeholt wird. Und das brauchen wir eben unter dem Aspekt der gesundheitlichen oder auch letztendlich der funktionalen Wirkung überhaupt nicht. Ich kenne Bodybuilder, die halt auch abwechseln. Ne? Die machen dann erst so eine Volumenphase und trainieren dann aber durchaus auch zwischendurch mal wieder ihre Maximalkraft, um sich dann so ein bisschen hochzuschaukeln auch, dann mit mehr Kraft wieder mehr Volumen aufzubauen und so weiter, ne? Ja, musst du ja auch. Musst du ja auch, denn schau mal, wenn du hast ja 100% Faser in einer Muskulatur. Und letztendlich, wenn du nicht die Spitze auch schon mal trainierst, arbeitest du immer nur mit einer geringeren prozentualen Anzahl an Fasern, mit 60-70%. Dann kommst du auch im Bodybuilding-Bereich nicht weiter. Dann musst du also quasi dann auch erstmal die neuromuskuläre Ansteuerung der Muskulatur wieder optimieren, um auch die letzte Faserritze noch zu aktivieren, die du dann im nächsten Trainingsreiz wieder mit Volumen aufbauen kannst. Genau das richtig. Also eine Kombination macht dann letztendlich ja die maximale und optimale Körperformung aus. Also dass jede Muskelfaser optimal gestaltet werden kann. Und wir haben noch nicht mal über die Ernährung gesprochen. Da kommen wir gleich vielleicht auch noch mal zu. Was vielleicht rückblickend wir schon mal sagen können, ist, dass um eine gehörige Menge Muskeln aufzubauen, da darf man auch einiges an Energie im Sinne von Training investieren. Das passiert nicht durch Zufall. Und das ist vielleicht auch eine gute Nachricht für all diejenigen, die vielleicht bisher Bedenken hatten, zu massiv zu werden. Das passiert nicht durch Zufall. Ja, nochmal, um den Transfer auch zur Ernährung nochmal zu schaffen. Also Muskeln wachsen nur durch Training. Das ist einfach so. Und sie bleiben uns auch nur erhalten. Und Muskeln, nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Das gilt gerade für Muskulatur. Wichtig ist dann, schlagen wir auch den Bogen vielleicht zur Ernährung. Und wer Muskeln aufbauen möchte, muss essen. Wir brauchen mindestens 100 Kilokalorien mehr, pro Tag übrigens, um Muskulatur aufzubauen.
Und das sehe ich ja auch bei vielen, die dann in eine Diät gehen, wollen trainieren dann, was auch eine Hungersnot ist für den Körper, essen dann auch noch zu wenig, was ja auch eine Hungersnot ist, und wundern sich dann, dass sie keine Muskulatur aufbauen, dass sie nicht besser werden. Nee, weil wir eben für Aufbau mehr brauchen an Energie, als wir normalerweise zu uns genommen haben. Genau wie bei einem Hausbau. Und das führt uns eben auch zum Thema Ernährung. Ja, wir brauchen sowohl eine Quantität, das heißt 100 Kilokalorien mindestens mehr pro Tag, als auch eine Qualität. Wir sehen das auch im Coaching immer wieder, gerade bei Frauen häufiger, dass die da wirklich ein bisschen Angst vor haben, auch genug zu essen, und sich dann wundern, essen mehr und trotzdem verbessert sich die Physis. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Plädoyer an der Stelle. Manchmal ist mehr tatsächlich mehr. Ja, ist in der Tat so. Und da sollte, und jetzt immer wieder, weil wir immer nur gegen das Fett kämpfen, haben wir die Bedeutung der Ernährung und auch des Trainings für die Muskulatur bisher nicht in den Blick. Und deswegen gibt es auch kein vernünftiges Beratungskonzept. Wir müssen essen, um gesund zu bleiben, die richtige Qualität und Quantität. Vor allen Dingen nicht zu wenig, was viele tun. Und zum Zweiten brauchen wir einen Trainingsreiz. Und wenn wir trainieren, müssen wir eben, weil letztendlich der Erfolg des Trainings ergibt sich nicht während des Trainings, sondern nach dem Training. Und da müssen wir dem Körper einfach helfen, dass er umbauen, anbauen, reparieren und restaurieren kann. Vielleicht nochmal zum Muskelwachstum selbst. Was passiert eigentlich beim Muskelwachstum? Also wir haben ja schon gesprochen, wir setzen diesen Trainingsreiz, in dem ja, wir die Energiereserven des Muskels erschöpfen im anaeroben Bereich, das brennt dann so richtig. Was passiert dann? Woher weiß der Muskel, dass er dann wachsen sollte? Also die energetische Ausbelastung ist einer der massivsten Reize natürlich für die Muskulatur. ATP-Mangeltheorie. Das heißt, ATP-Mangel ist letztendlich das, was den Körper dann stimuliert. Und immer das, was ihn dann stimuliert, ist, dass er beim nächsten Mal, das ist typisch biologisch, belastbarer sein möchte. Trainingsreiz führt also zu einem Aufbau, zu einem Neuaufbau von physiologischer Struktur. Und dann lagert er mehr Proteine in die Muskulatur ein, macht jede einzelne Muskelfaser kräftiger, indem dort mehr Proteine eingelagert werden. Das heißt also, das Volumen der Muskulatur wächst durch das Volumen jeder einzelnen Muskelfaser. Und der Reiz dafür ist die sogenannte ATP-Mangeltheorie, die energetische Ausbelastung. Und das ist also das klassische Training, was wir so kennen, bis diese Burning Series. Es wird diskutiert, und das wissen wir auch, dass Gewebezerstörung beispielsweise durch exzentrische Belastungen, durch Dehnung, auch dazu führen soll, ich sage bewusst soll, dass Muskelwachstum stattfindet. Das Erste, was ich gerade beschrieben habe, ist die sogenannte Hypertrophie. Das heißt, jede Muskulatur und jeder Muskel wächst durch eine erhöhte Einlagerung von Eiweißen, von Proteinen. Das Zweite ist die sogenannte Hyperplasie. Die ist wissenschaftlich noch nicht richtig bewiesen, außer im Tierversuch. Man vermutet aber, dass durch die Zerstörung des Muskelgewebes Stammzellen aktiviert werden, also Zellen, die wir in Reserve haben, die überall im Körper herumliegen und die eingesetzt werden können, um Reparaturprozesse zu vollziehen, dass die bei zerstörtem Muskelgewebe durch Training aktiviert werden, aufgeweckt werden und dann dort reparieren, quasi agieren. Und Hyperplasie heißt, dass wir eine erhöhte Anzahl an Muskelzellen, heißt Muskelfasern, bekommen. Das kann man nur leider im Mikroskop unheimlich schlecht zählen, weil man Vorher-Nachher-Versuche nicht machen kann. Aber diese Hyperplasie ist sehr wahrscheinlich. Und dementsprechend geht man davon aus, dass exzentrische Belastungen sehr stark Hyperplasie stimulieren und dementsprechend dann auch Wachstumsprozesse durch eine erhöhte Anzahl der Zellen quasi stattfinden kann. Exzentrische Belastung wäre ja klassisch im Training, wenn zum Beispiel jemand einen Klimmzug lernen möchte, aber schafft noch keinen, dann würde man ja zum Beispiel erstmal sich oben an die Stange hängen, in die Endposition und dann langsam nach unten gegen die Kraft ablassen, also sich sozusagen abbremsen. Diese Abbremsbewegung, das sind die exzentrischen Belastungen, und ich habe da eben eine sehr hohe, hohes Gewicht oder hohen Widerstand. Ja. Oder du machst bei der Kniebeuge einfach, gehst du ganz langsam wieder zurück in die Beugeposition, ja. Du gehst explosiv hoch und gehst langsam, sodass du gerade die Betonung auf der Rückphase einfach hast
auf der exzentrischen Phase, auf der nachgebenden Phase. Also da über Tempo kann man da sehr, sehr schön natürlich auch agieren. Sowieso glaube ich, bei allen, die Krafttraining machen, die richtig intensiv trainieren, die exzentrische Phase langsam, die konzentrische Phase schnell. Also würde ich erstmal so sagen, weil wir wollen ja gerade bei hohen Belastungsintensität die schnellen Muskelfasern aktivieren. Und das heißt, deswegen brauchen sie entweder eine hohe Last oder und eine schnelle Bewegungsqualität. Und wenn ich dann quasi eine explosivere Form bei der konzentrischen, bei der überwindenden Muskelarbeit habe, habe ich unmittelbar auch natürlich eher die schnelle als die langsame Muskelfaser drin. Und wenn ich dann langsam zurückgehe, bei der exzentrischen Belastung ebenso, genau richtig, explosiv die überwindende, langsam die nachgebende Phase. Und ja, kontrolliert kann man vielleicht noch ergänzen, ne? Also immer schön kontrolliert, auch wenn es schnell ist, eine kontrollierte Bewegung. Ne? Also Bewegungsqualität, es darf nicht hastig werden. Das ist mir der richtige Begriff. Bewegungsamplitude immer komplett ausschöpfen, kontrolliert. Also Bewegungsqualität immer in den Mittelpunkt stellen. Wenn man sieht, die Bewegungsqualität zum Beispiel, das Kniegelenk fängt an zu schlottern, ist nicht mehr in der Führung, dann besser aufhören, dann ist die Ermüdung zu stark. Können wir das auch quantifizieren? Wie langsam sollte so eine exzentrische Phase sein? Vielleicht so 3 Sekunden oder? Ja, also die kann sogar noch langsamer sein. Gerade wenn du zum Beispiel eine Kniebeuge aus der Extension in die Flexion bis 90 Grad gehst, dann kann es schon deutlich auch schon mal 5 Sekunden sein. Also mach es ruhig langsam, insbesondere dann, Marc, wenn du nicht mit maximaler Last arbeitest. Also bei 100% ist es schwierig, aber wenn du in einer Pyramide beispielsweise mit 70-80% arbeitest, dann kannst du langsamer arbeiten mit dem geringeren Gewicht und das verschärft die Trainingsbelastung nochmal etwas mehr. Als wir eben über Kraft gesprochen haben, da hast du auch gesagt, Kraft bedeutet gerade Maximalkraft, dass der Muskel wirklich möglichst viel der vorhandenen Fasern auch gleichzeitig aktiviert, also rekrutiert. Wie wird das eigentlich gesteuert? Woher bekommt der Muskel die Information? So, jetzt brauche ich aber alle Muskelfasern. Also normalerweise ist es so, dass wir ja 2 verschiedene Muskelfasertypen haben, rot und weiß. Und die roten sind die normalen, ruhigen, die im Alltag, wenn ich eine Tasse Tee trinke, wenn ich schreibe, wenn ich normal Alltagsbelastung mache, die dann aktiv sind, ausdauernd, gut versorgt, viel Sauerstoff, das sind diese Fasern. Die schnellen Muskelfasern sind insbesondere bei den hohen Belastungsintensitäten. Sie arbeiten unökonomisch, anaerob, und daraus ergibt sich schon unmittelbar die Belastung. Also ich brauche eine hohe Belastungsintensität, um die hohen aktiven Fasern, die Fast-Twitch-Fasern, so nennen wir die ja. Da gibt es auch 2 Typen. Die einen, die so im Übergang zur roten Phase sind, so ein bisschen oxidativ, haben die noch eine Kapazität. Aber dann gibt es die glykolytischen, also anaerob arbeitenden Muskelfasern. Und die brauchen hohe Belastung. Das heißt also, fürs Training heißt das exzentrische, hohe Belastungsintensität führt dazu, dass eben die schnellen Fasern rekrutiert werden. Und das macht der Muskel, merkt der Muskel, indem der Nerv, der ihn quasi versorgt, mit einer höheren Innervationsfrequenz schießt. Das heißt also, der Muskel differenziert seine Belastung, indem er über den Nerv einen Impuls bekommt. Du musst so und so viel Muskelfasern aktivieren oder gar alle. Und aktiviert er beispielsweise alle, ist eine wahnsinnig hohe Innervationsfrequenz aus dem Nerv, trifft auf die Muskulatur und dann werden alle Muskelfasern aktiviert. Das heißt, der Nerv steuert quasi die Feinheit der Bewegung oder auch die grobe Kraft über die Veränderung der Anzahl der Muskelfasern und das geht über die sogenannte Innervationsfrequenz, die dafür entscheidend ist. Da gehen wir ja schon so ein bisschen ins Naturwissenschaftliche rein, vielleicht für alle, die ja Frequenz, kennt man so ein bisschen von den alten Radios, wo man eine Frequenz eingestellt hat. Ich musste auch gerade an mein Fahrrad denken, da habe ich vorne so ein Nabendynamo und eine LED-Leuchte. Ne? Und wenn ich das Fahrrad schiebe, dann blinkt das Licht so. Aber wenn das, je schneller sich das Rad vorne dreht, desto schneller blinkt das Licht und irgendwann sieht man nur noch leuchtetes Durchgehen. Und so ähnlich ist das dann, glaube ich, beim Muskel auch, ne? Dass halt vielleicht ein Impuls kommt, der so ein bisschen langsamer kommt. Und je schneller dieser Impuls kommt, dieser elektrische Impuls über die Nerven, desto höher ist die Frequenz.
Genau, also so kann man das sagen. Das heißt, der Strom, der auf den Muskel trifft, hat einfach eine höhere Intensität und das führt einfach zu mehr Muskelfasernaktivierung. Jetzt kann ich ja von außen auch einen Strom anlegen an meinen Muskel und dann kontrahiert er. Es gibt ja auch diese EMS-Trainingsstudios, da kann ich hingehen. Ich mache dann auch Kraftübungen in der Regel unter Aufsicht eines Trainers. Was hältst du generell von diesem EMS-Training? Also EMS, Elektromuskelstimulation, ist ja eine von außen gerichtete über Strom, Aktivierung, Kontraktion der Muskulatur. Das stammt ja aus der Rehabilitation und da war es sehr sinnvoll oder ist es sehr sinnvoll, um beispielsweise in einer Ruhephase, wo Gelenke nicht bewegt werden können, Muskelarbeit trotzdem zu generieren, indem der Muskel von außen stimuliert wird. Wir haben es im Spitzensport auch immer eingesetzt, um die letzte Faser noch anzusprechen und zu rekrutieren, was wir vielleicht über herkömmliches aktives Muskeltraining nicht geschafft haben. Und genau da liegt auch die Qualität. Das heißt, die Qualität liegt insbesondere darin, es als additives Moment zu betrachten. Ich würde dieses EMS-Training niemals als Ersatz für ein herkömmliches Muskeltraining sehen, sondern immer nur als Addition. Das bedeutet also, um bestimmte Leistungspotenziale noch herauszuarbeiten, um bestimmte Leistungspotenziale noch, ja, die vielleicht bei einem zu intensiven Training, was vielleicht nicht möglich ist aufgrund von Problemen des Gelenkes oder ich es einfach nicht möchte oder nicht kann zeitlich, nicht durchgeführt werden kann. Heißt, ich bin ein Freund des EMS-Trainings, allerdings niemals als Alternative zu den herkömmlichen Trainingsformen. Das wäre eben, da würde ich viel zu viel oder viel zu wenig eben an koordinativen Aspekten trainieren, viel zu wenig auch an biochemischen Prozessen trainieren. Nein. Ich brauche letztendlich auch die willkürliche Bewegung und insofern als Ergänzung wunderbar. Gibt es bestimmte Fehler, die du immer wieder im Muskeltraining beobachtest? Ja, also zu früh zu hohe Lasten aufzulegen. Ja. Die Bewegungsamplitude nicht auszuführen, zu fuschen. Viele fuschen, wenn sie müde werden. Das ist aber auch falsch. Dann lieber aufhören, Gewicht runter, Bewegungsamplitude voll ausschöpfen. Und vor allen Dingen auch Bewegung eben ja viel zu hastig auszuführen, die Bewegungsgeschwindigkeit auszuführen. Und vielleicht das Letzte, ja, Bewegungs- oder Training führt zu Veränderung. Und Veränderung heißt letztendlich auch, dass wir einerseits Pausen machen müssen, damit Veränderung sich einstellt. Und zum Zweiten auch, dass wir Trainingsanpassungen, Trainingsbelastungen eben auch verändern müssen. Was nicht passieren darf, ist immer identische Belastung zu setzen. Nur durch die Variation ergibt sich die Qualität. Ja, mit den Pausen, da sprichst du einen guten Punkt an. Wer schon regelmäßig trainiert, der kennt das vielleicht, zumindest die einen oder anderen. Das Schöne am Muskeltraining ist ja so diese Selbstwirksamkeit. Du setzt dir ein Ziel, fängst dann mit dem Training an. Und das Schöne ist ja, dass du in der Regel auch innerhalb von sehr kurzer Zeit, ich rede da eher von Tagen eher bis Wochen vielleicht, auch schon einen Fortschritt merkst, ne? Also, dass du mehr Gewicht bewegst, dass du stärker wirst und das motiviert ja auch. Und gerade wer dann sehr begeistert dabei ist, der denkt dann ja, und da schließe ich mich selbst nicht aus, ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht, mehr hilft dann mehr und ja, dann tut man halt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Warum ist diese Pause so wichtig? Also der Trainingseffekt ergibt sich immer in der Pause, Marc. Das heißt also, im Training wird der Körper nur irritiert, damit der anschließenden Regenerationsphase der Aufbau stattfinden kann. Und genau deswegen heißt das Motto für mich immer, Sportler werden in den Pausen gut und nicht durch das Training. Also muss es immer eine Harmonie sein von Belastung und anschließender Pause. Die darf nicht zu lang sein, aber auch nicht zu kurz. Zu lang heißt, wenn ich, wissen wir alle, wenn ich jetzt 3 Wochen in den Sommerferien war oder bin, dann komme ich zurück und dann war einfach der Muskelreiz dort in der Regel auf der Liege viel zu gering und ich habe meine Leistungsfähigkeit ein wenig verloren, weil die Pause zu lang war. Aber wenn ich jeden Tag den gleichen Reiz setze, merke ich auch, Muskulatur wird ermüdet und ich habe nichts davon von meinem Training. Ganz im Gegenteil sogar, Muskulatur wird müde, die schmerzt, die entzündet sich. Auch das ist falsch. Muskeln brauchen ungefähr 72 Stunden Regenerationsphase, Reparaturzeit. 72 Stunden Reparaturzeit heißt also, dann muss das Alte, was verbraucht worden ist, entsorgt werden. Denn Muskeltraining führt in der Regel immer zu kleinen Einrissen in das Gewebe. Und das muss geflickt werden. Da müssen entzündliche Prozesse müssen erstmal stattfinden, damit das überhaupt repariert. Das Immunsystem ist aktiv. Und.
Und das braucht eben eine gewisse Zeit, etwa 72 Stunden. Und dementsprechend heißt das für mich, Freunde, eine Muskelgruppe kann man wirklich in der Tat 2 bis maximal 3 Mal pro Woche trainieren. Mehr macht keinen Sinn, schadet eher. Wenn ihr denn häufiger ins Studio gehen wollt, dann macht es einfach so wie die Profi-Bodybuilder, mal Oberkörper, mal Unterkörper, mal Rumpf beispielsweise. Also variiert Muskelgruppen innerhalb des Trainingsprozesses. Das ist die einzige Möglichkeit. Ansonsten 2, maximal 3 Mal Training ist sinnvoll. Ja, was ansonsten passieren kann, ist ja im besten Fall kein Trainingsfortschritt. Also Fortschritte bleiben auf, weil der Muskel nicht hinterherkommt. Ich gönne ihm nicht genug Ruhe. Ja, und schlimmstenfalls kann ich mich natürlich auch verletzen. Ne? Ich hatte eben ein Beispiel aus eigener Erfahrung, die Zerrung. Da kann es auch schlimmer kommen, ja, Muskelfaserrisse. Ich kann einige Geschichten dir erzählen, insbesondere bei Jungen, die sehr stark auf Hypertrophie setzen. Und natürlich müssen wir auch andere Gewebetypen mitdenken. Und insbesondere auch das Bindegewebe wächst nicht so schnell wie das gut durchblutete Muskelgewebe. Nehmen wir mal das Thema Sehne. Sehne überträgt ja die Kraft, die Last der Muskulatur auf den Knochen und bewegt ihn. Aber die Sehne ist einfach braditroph, das heißt nicht gut durchblutet. Und dementsprechend ist das Wachstumspotenzial, auch die Wachstumsgeschwindigkeit, deutlich geringer. Und wenn man den Bizeps maximal aufbläst, ist es so, dass die Sehne einfach nicht nachfolgt. Und ich habe schon eine ganze Reihe, leider bei jungen Jungs, 15, 16, die viel zu viel gemacht haben, Bizepsabrisse gesehen. Ja, Bizeps-Sehnenabrisse gesehen, weil eben einerseits die Festigkeit des Gewebes noch nicht da war im Wachstumsprozess und zum Zweiten die Muskelmasse zu groß geworden ist, um das auf die Sehne wirklich als Last wirken zu lassen. Denn das Gewebe der Sehne ist immer noch das schwächste Glied in der Kette. Die leichteste Form, du hast das ja gerade angesprochen, ist übrigens natürlich die Zerrung. Die Zerrung ist quasi, da ist noch kein Gewebe kaputt. Wenn man so ein bisschen betrachtet, ja, es ist überstrapaziert, es ist überdehntes Gewebe, so kann man es praktisch beschreiben, ist doch nicht zerstört. Zerstört ist es erst am Muskelfaserriss. Und viele reden von einer Zerrung, meinen aber einen Muskelfaserriss. Dort ist das Gewebe kaputt. Merkt man übrigens als stechenden Spitzenschmerz, merkt man das übrigens, wenn Muskelgewebe zerreißt. Und meistens ist das dann ein Fäserchen, was du dann verspürt hast bei deiner Zerrung. Das blutet dann nicht so, dass man es wirklich betrachtet. Meistens Muskelbündelrisse, Muskelfaserbündelrisse, die sieht man, weil es kommt immer zu einer Einblutung ins Gewebe und da sieht man es. Aber ansonsten eine Zerrung ist eine Überdehnung der Muskulatur. Da machst du ein bisschen ruhiger danach. Aber das heißt einfach, meistens war das überstrapaziertes, nicht regeneriertes Gewebe, was du trotzdem einem Trainingsreiz ausgesetzt hast. Wie lange braucht man zur Regeneration nach so einer Zerrung? 7 Tage. 7 Tage würde ich sagen, maximal 14 Tage. Auch ein Faserriss ist in der Regel, wenn es ein kleiner Faserriss ist, nach 14 Tagen wieder behoben. Wichtig ist, mach so ein bisschen kleine, nach 3, 4 Tagen beginnst du, leichte Dehnreize zu setzen, weil Dehnung ist Zug und Zug heißt gleichzeitig, stimuliert die Heilung und gibt dem Gewebe eine Orientierung. Wohin muss ich wachsen? Wo wird zukünftig meine Belastungssituation sein? Also leichte Dehnung ist schon spätestens nach einer Woche möglich. Und was hilft, um ja sowas, dass es überhaupt nicht so weit kommt? Kannst du da noch ein paar Tipps geben? Es ist natürlich, wir wissen ja auch, Sportler haben das natürlich, aber insbesondere natürlich Bewegungskontrolle, Bewegungsqualität. Zweitens, nicht in zu stark ermüdete Muskulatur weiter reinzutrainieren. Drittens, Gewicht nicht zu hoch wählen. Ja, auch insbesondere dann, wenn du siehst, okay, nicht immer Challenge, nicht immer Wettkämpfe machen und noch, wie gesagt, nochmal und nochmal und nochmal. Nee, Ruhe lassen. Aufwärmen, ja, Bindegewebe vorbereiten, Verschiebeschichten voneinander lockern, Viskosität der Flüssigkeiten im Körper wirklich optimieren. Ja, und das Letzte ist natürlich, ernähr dich vernünftig. Mineralstoffversorgung ist hier sehr bedeutsam, damit die Versorgung der Muskelzelle eben so ist, dass sie sich nicht verkrampfen kann aufgrund von Mineralstoffmangel. Okay, Mineralstoff. Du hattest eben Viskosität der Fluide im Körper. Ja, Viskosität ist flüssig. Kennen wir alle ja vom Auto, vom Kolben, vom Öl.
Und die Viskosität verändert sich, indem der Motor sich aufwärmt, wird eben das Öl dünnflüssiger. Ja? Und das meine ich mit Viskosität. Und das Gleiche passiert im Körper auch. Haben wir eine zähe Viskosität, also eine ganz träge Viskosität, was wir meistens zu Beginn des Trainings haben, verändert sich diese im Laufe des Trainings, im Laufe des Aufwärmens. Die Verschiebeschichten laufen reibungsfreier und dementsprechend blockieren sie nicht bestimmte Bewegungen und strapazieren damit Gewebe. Ganz wichtiges Plädoyer ans Aufwärmen. Auch wenn die Zeit knapp ist, in der Regel, wenn man es komplett skippt, dann holt der Körper sich die Zeit auf anderem Wege nachher. Ja, das macht er schon. Das macht er schon. Lass uns doch mal über die Ernährung sprechen. Du hattest es eben schon angesprochen. Auch gerade für die Prävention, ja, Mineralstoffe brauche ich. Wenn wir jetzt über Muskelaufbau reden, wir haben schon über die Kalorien gesprochen. Gerade im Aufbau brauche ich halt mehr Kalorien, als mein Körper so benötigt. Also ich brauche ein leichtes Kalorienplus, mindestens 100 Kalorien pro Tag mehr. Was braucht der Körper noch, um Muskulatur aufzubauen? Ja, natürlich den Baustoff und das ist das Protein. Und das sind natürlich die Aminosäuren, die das Protein ja ausmachen. Und der Körper, wir können ja auch kein Haus bauen ohne Baustoffe. Und das Gleiche gilt eben für unsere Muskulatur auch. Also gib dem Körper Proteine, ausreichend Aminosäuren. Und das heißt ungefähr, so sagt die DGE, für nicht trainierende Menschen 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und für Trainierende bedeutet es deutlich mehr. Und je älter man ist, auch umso mehr. Also im Trainingsprozess kann man ruhig schon mal bis auf 1,5 bis auf 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteine pro Tag kommen und das am besten immer im Umfeld des Trainings, also ein bisschen davor, ein bisschen danach, um den Körper optimal zu versorgen. Also das Protein ist der wichtigste Baustoff der Muskulatur. Für Kraftsportler, ich sage mal, ich bin da eher im sicheren Bereich, ich sage mal 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht, wenn man aufbauen möchte. Es gibt ja auch Fälle, wo weniger auch reicht, deswegen gibt es da diese Range. Ich glaube, man darf auch ein bisschen auf die Proteinqualität achten. Mir fällt das immer auf, wenn ich Proteinriegel sehe. Die kann man ja auch gut mal nutzen, wenn man wenig Zeit hat. Wenn ich da auf die Zutatenliste gucke, dann steht da häufig als höchster Proteinanteil Kollagen drin. Und das reicht ja zum Beispiel dann für einen Muskelaufbau nicht unbedingt. Nee, insbesondere deswegen nicht, weil wir haben ja eine ganze Reihe an essentiellen Aminosäuren. Und das ist eben, die sind für bestimmte Stoffwechselprozesse auch notwendig. Dafür brauchen wir nämlich auch bestimmte Proteine. Nein, das reicht auf jeden Fall nicht. Deswegen ist die Vielfalt, die 100-prozentige Wertigkeit, wenn wir von Aminosäuren sprechen, der ideale Zustand. Was heißt 100-prozentig wertig? Das heißt, alle essentiellen Aminosäuren sind dort drin vorhanden. Und nur wenn diese gegeben ist in einem bestimmten Verhältnis, kann Muskel auch optimal aufbauen. Deswegen, wenn ihr euch also, das finde ich auch manchmal gar nicht falsch, wir im Spitzensport machen das ja auch, wenn ihr zu einem Proteinshake greift, dann bitte zu einem mit hoher Qualität, bestellt ihn bitte nicht im Internet, weil da wisst ihr nicht, wie der kontaminiert ist. Schaut bitte mal auf die sogenannte Kölner Liste. Dort gibt es eine ganze Reihe eben an getesteten Shakes. Oder ihr lasst euch beraten in der Apotheke oder im Reformhaus, was ist hier mit der 100-prozentigen Wertigkeit. Also sind dort alle essentiellen Aminosäuren drin, was in einem Riegel, wo nur Kollagen draufsteht, bei weitem nicht gegeben ist. Ich würde ganz gerne nochmal aufs Alter zu sprechen kommen. Auch da höre ich immer wieder so limitierende Glaubenssätze und vielleicht kannst du mir da auch ein bisschen helfen, die aufzulösen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, wie verändert sich eigentlich die Muskulatur mit zunehmendem Alter? Ja, sie schwindet und insbesondere schwindet sie in einer bestimmten Qualität. Das heißt, wir haben Schwierigkeiten, ab einem gewissen Alter Muskelmasse zu erhalten, weil sich, das wissen wir noch nicht hundertprozentig, sich die Verbindung zwischen Nerv und Muskel nicht mehr optimal gestaltet. Woran das liegt, ist noch nicht so richtig klar. Zweitens natürlich, im Alter machen wir deutlich weniger, sind deutlich weniger aktiv, sind dementsprechend, was Muskelreize betrifft, eher im Defizit. Und so können wir davon ausgehen, dass viele Menschen ab dem 50., 60. Lebensjahr viel zu wenig Muskelmasse aufgrund eben auch Nichtnutzung und Alterungsprozesse haben. Es gibt sogar eine Erkrankung, die heißt Sarkopenie, Verlust des Fleisches, die quasi ab dem 60., 65. Lebensjahr fast alle Senioren und Pensionäre
betrifft, wenn man nicht dagegen arbeitet. Und das betrifft insbesondere die schnelle Muskelfasern. Und jetzt sind wir auch wieder bei den Botschaften, die ältere Menschen immer erfahren. Die hören ja immer, mach langsam, schon dich, mach ruhig. Nee, gerade wenn wir ins Alter kommen, sollte das Muskeltraining intensiver sein, weil nämlich die Muskelmasse insbesondere dadurch verloren geht, weil wir schnelle, weiße, große Muskelfasern verlieren. Das haben wir vorhin schon mal besprochen. Die brauchen hohe Belastungen. Und genau das würde ich den Senioren immer empfehlen. Je oller, je doller. Je älter ihr also werdet, nutzt eure Muskelkraft, eure Maximalkraft, um den Trainingsreiz auszuüben, der eure Qualität der Muskulatur auch weiterhin erhält. Ich habe mich häufig gefragt, wie hoch ist der Anteil der Lebensstilfaktoren und wie hoch ist wirklich der Anteil der Alterung? Wenn wir jetzt mal die Zahlen nehmen, die du auch genannt hast, 90% tun nichts für ihre Muskeln und tun aber auch über mehrere Jahrzehnte nichts dafür. Da frage ich mich dann häufig, ja, ist doch ganz klar, dass man mit dem Alter Muskeln abbaut. Du, weißt du, es wird mit dem Alter immer alles schön geredet, ja? Ja, oder alles schön begründet. Ich werde ja alt. Ich bin ja nun 66 und ich mache 2 bis 3 Mal in der Woche Muskeltraining. Auch relativ intensiv und immer mit hohen Lasten. Und ich kann dir sagen, ich habe nichts verloren. Ganz im Gegenteil sogar. Wenn ich meine Muskelkraft teste, ist sie mindestens immer noch beim durchschnittlichen 20-Jährigen angesiedelt, der nichts tut. Und insofern sieht man das ja, wie du richtigerweise gerade den Finger in die Wunde gelegt hast, das meiste ich nicht, ist nichts tun. Ja? Keine adäquaten Reize mehr setzen. Das ist verantwortlich dafür, dass Muskelmasse schwindet und Muskelkraft. Wir nennen das ja Sarkopenie und Dynapenie. Dynapenie ist ja auch der Kraftverlust. Und daraus, und jetzt kommen wir wieder dabei, wäre an sich es doch so einfach, weil Muskulatur ist der wichtigste Garant dafür, dass Senioren und ältere Herrschaften mobil, selbstständig und agil bleiben. Pflegebedürftigkeit zu vermeiden geht nur über ein Training der Muskulatur. Und ich weiß nicht, warum wir das nicht machen. Wir nutzen auch hier die Muskulatur in ihrer Wertigkeit für viele Alterungsprozesse oder gegen Alterungsprozesse eben überhaupt nicht. Vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen. Du hast ja auch ein Kapitel, wo du über die Botenstoffe, die die Muskeln aussenden, was, glaube ich, eine relativ neue Erkenntnis ist, dass die Muskulatur auch Botenstoffe aussendet, also Hormone, die letztendlich jung halten. Genau, ich habe ja vom endokrinen System gesprochen. Endokrin heißt ja, man schüttet, eine Zelle schüttet etwas aus. Und die gute Botschaft ist, Muskeln senden auch etwas aus, schütten etwas aus, sogenannte Myokine. Also aus der Muskulatur Myo, Stoffe, die in den Körper hinein, enzymähnliche Botenstoffe, die in den Körper hinein reagieren. Und die aktivieren ganz viele biologische Prozesse. Sie stimulieren Wachstumsprozesse, sie hemmen Entzündungsprozesse, sie stimulieren das Gehirn in ihrem Wachstum und ihrer Lernfähigkeit. Sie aktivieren das Herz. Und diese Myokine, das ist die wichtige Botschaft, kennen wir seit 2009 erst. Da hat die Wissenschaftlerin Bente Petersen aus Kopenhagen sie erstmalig entdeckt. Wir gehen aktuell davon aus, dass es etwa 3000 dieser Botenstoffe gibt. Wir kennen maximal aktuell 600. Aber, das ist die wichtige Botschaft, die Myokine treten immer nur dann auf, wenn Muskelarbeit stattfindet. Also in einem aktiven Prozess liegen wir auf der Couch, passiert nichts. Also nur aktive Muskeln schütten Myokine aus. Und das erwarten wir auch als eigentliche Botschaft für, warum ist Sport so gut? Ja, weil Muskulatur Myokine ausschüttet und damit innere Organe stimuliert, aktiviert, anregt, Wachstumsprozesse eben zu vollziehen und eben nicht zu degenerieren und zu altern. In dem Kontext habe ich in deinem Buch auch von einer interessanten Studie gelesen. Da ging es um Liegestütze und Herzinfarkt. Ja, das stimmt. Erzähl mal. Also grundsätzlich hat ja bisher niemand so richtig Korrelation geschaffen. Was hat eigentlich Muskelkraft und Muskelvolumen mit Herzproblemen zu tun? Und das wissen wir mittlerweile. Und je höher die Anzahl der geschafften Liegestütze ist und war, umso weniger kardiale Risiken traten auf, umso weniger Herzinfarkte traten auf. Das belegt diese Studie. Und das zeigt auch, und es gibt mittlerweile wunderbare Statistiken, dass sowohl das Auftreten von koronarer Herzerkrankung, also Erkrankung direkt am Herzmuskel, als auch das Risiko an einem Herzinfarkt
dadurch gesteigert wird, indem wir weniger Muskelmasse haben. Diese Korrelation ist mittlerweile relativ eindeutig bewiesen und das hat man mit diesem einfachen Test einfach auch gemacht. Den hat man nämlich begleitend durchgeführt, indem man okay, wie viele Liegestütze werden geschafft. Und das kam eben zum Ergebnis, je mehr davon, und das kann jeder fast zu Hause mal ausführen, umso weniger ist das Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu machen. Wir testen ja aktuell immer noch auf dem Fahrradergometer. Und wir haben ja einleitend ja schon mal beschrieben. Dabei gibt es so einfache praktische Tests, zu Hause sie mal einfach durchzuführen. Es gibt immer auch einen anderen schönen Testmarkt zur Pflegebedürftigkeit. Können wir, wenn alle die Oma und Opa zu Hause haben, mal einmal machen. Wer nicht innerhalb von 15 Sekunden fünfmal ohne Hilfe und ohne Hände aus dem Sessel aufstehen kann mit der Kraft der Beine, wird innerhalb des nächsten Jahres pflegebedürftig. Auch daran erkennt man, weil er seine Selbstständigkeit verliert. Auch daran erkennt man eben, wie wichtig letztendlich die Muskulatur für Gesundheit und für Lebensqualität für uns alle ist. Ich glaube, bei den Liegestützen waren es 40 Stück, die so die Grenze waren, ne? Ja, ich wusste die Zahl jetzt nicht mehr exakt, aber diese 40 Stück, genau, du hast recht, sind ungefähr, und das ist ja schon nicht wenig, ne? Das muss man ja ganz klar sagen. Also das ist schon eine ganz schöne Menge. Übrigens ist auch so, dass auf 40 Etagen hochgegangen, stramm hochgehen, also Kräftigung der Beine, pro Woche auch das Herz-Kreislauf-System deutlich schützt vor Herzinfarkt. Auch hier Kraftbelastung, Aktivierung, auch hier ist die Zahl 40 wieder das Synonym dafür, dass es offensichtlich eine heilige Zahl für die Herzgesundheit ist. Ich glaube, bei den Liegestützen, weiß es jetzt nicht mehr genau, war es wahrscheinlich so, dass da Männer untersucht wurden. Ja, doch, das waren Männer. Ja, das waren Männer. Das weiß ich. Als Frau ist die Grenze dann wahrscheinlich ein bisschen niedriger, wenn jetzt unsere Dranbleiberinnen hier, die zuhören, sagen, oh Gott, wie soll ich denn auf 40 kommen? Ja, aber die Herren, die zuhören, probier einfach mal aus, schaffst du 40 Liegestütze? Wenn nein, ist eine gute Idee, daraufhin zu trainieren. Genau. Vielleicht noch mal kurz, Ingo, es ist Wahnsinn, wie die Zeit rennt, wenn wir miteinander reden. Wir sind fast am Ende. Einen Blick in die Glaskugel würde ich dir gern noch ermöglichen. Ja. Oder was würde sich in unserem Land ändern, deiner Meinung nach, wenn jeder Mensch da draußen mindestens zweimal pro Woche, vielleicht sogar dreimal pro Woche, eine Stunde ins richtige Krafttraining investieren würde? Ich glaube, wir würden unsere sozialökonomischen Kosten bezogen auf viele Krankheiten halbieren. Wir hätten deutlich weniger Diabetes, was ja ein wahnsinniger Kostenaufwand ist. Wir haben deutlich weniger Rückenschmerzen. Wir haben deutlich weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir haben deutlich weniger Demenz und Alzheimer. Wir haben deutlich weniger Pflegebedürftigkeit. Wir haben deutlich mehr Leistungsfähigkeit in unserer Wirtschaft. Wir hätten eine andere Gesellschaft, die sich einerseits positiver darstellt, denn Muskulatur macht ja auch gute Laune. Muskelarbeit macht gute Laune. Und insofern, Muskelarbeit ist der Garant für mich für eine gesunde, vitale, lebensfrohe Gesellschaft, in der ich als Mensch mich gerne aufhalten würde. Ohne Muskeltraining sehen wir da draußen, was daraus passiert. Ingo, bevor du gleich das letzte Wort hast, einen Hinweis wollte ich noch geben. Du hast auch einen eigenen Podcast, den ich nur jedem da draußen empfehlen kann. Die wundersame Welt des Sports, den verlinke ich in der Beschreibung zu dieser Folge. Du hast einen YouTube-Kanal, Formel Frohböse, auch den verlinke ich. Und dein wunderbares Buch, von dem ich erstmal Glückwunsch und auch begeistert bin, dass es ein Spiegel-Bestseller ist, weil das Thema nun mal so wichtig ist. Muskeln, die Gesundmacher, wer es noch nicht zu Hause hat, Kaufempfehlung, und das Hörbuch ist auch super. Ich habe tatsächlich beides. Man kann im Buch gut mal was nachlesen. Das Hörbuch kann man so schön weghören. Also auch da große Empfehlung von meiner Seite. Auch die verlinke ich nochmal. Ingo, gibt es irgendwas, was ich noch nicht angesprochen habe? Ach nein, weißt du, die Muskulatur, das ist ein Wunderwerk. Und da können wir noch stundenlang drüber reden. Und das war, glaube ich, für mich, und deswegen hat mich das so gefreut, bei dir zu sein, eben eine initiale Zündung, die Muskulatur endlich mal wieder auch auf diese Art und Weise in ein anderes Licht zurück. Und dafür danke ich dir auch wirklich sehr. Ich glaube, wir sollten alle Muskulatur deutlich mehr wertschätzen und vor allen Dingen sie hegen und pflegen, weil das hat sie verdient. Lieber Ingo, dann als Schlusswort,
kannst du eine Nachricht auf allen Smartphones da draußen aufpoppen lassen. Inzwischen muss man ja schon sagen, VR-Brillen oder Apple Vision Pros, wenn die dann mal erschienen sind. Was steht dort? Muskeln machen nicht nur eine gute Figur, sondern sind der wichtigste Garant dafür, dass wir Spaß am Leben haben. Und hier nochmal der Werbepartner. Diese Folge wurde dir präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens ist das grüne Pulver, mit dem ich morgens in den Tag starte und das Ganze schon seit 7 Jahren. Ich empfehle nicht allzu viele Nahrungsergänzungsmittel, aber das hier ist eins, was zu meinen Basisempfehlungen gehört. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, viele sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen, Präbiotika, Adaptogene und so weiter, was das Immunsystem stärkt, was gut ist für die Regeneration, für den Energiehaushalt und natürlich eine gesunde Darmflora. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du hier ein ganz spezielles Startangebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung 5 Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D mit Vitamin K2 und noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Und das Ganze bekommst du, wenn du auf fmmag.de gehst. Die Adresse ist fmmag.de, fmm wie Fitness mit Marc, ag wie athleticgreens.de, also fmmag.de. Schau einfach mal rein. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.